Ja, schönen guten Morgen aus Düsseldorf und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung NRW ist besser, die wir hier leider im Landtag als Digitalveranstaltung abhalten müssen. Schöner wäre gewesen, wir wären alle zusammen hier, aber die Dinge sind so, wie sie sind. NRW ist besser. Worum geht es? Es geht um die Frage, wie ernähren wir uns? Denn Ernährung ist ein entscheidender Schlüssel dafür, wie gesund wir sind, wie die Umwelt aussieht, wie die Natur aussieht, wie die Landwirtschaft arbeitet, ob Tierwohl eingehalten werden kann oder nicht. Wir haben dazu als Grüne Landtagsfraktion eine Studie beauftragt bei Herrn Professor Guido Ritter, den ich ganz herzlich hier begrüße. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Und Guido Ritter wird uns gleich die Studie näher erläutern. Aber bevor wir das tun, muss ich noch ein paar Dinge ansprechen, erklären. Wir werden also gleich die Studie vorgestellt bekommen. Dann besteht Gelegenheit, über den Chat auch Fragen zu stellen, die wir dann versuchen, soweit es möglich ist, zu beantworten. Und wir werden dann in einer zweiten Phase, einer Workshop-Phase, uns in zwei Gruppen aufteilen, wo wir dann die Handlungsempfehlungen, die aus der Studie hervorgegangen sind, dann noch mal ein bisschen näher mit Ihnen, mit euch diskutieren wollen. Und vielleicht ergibt sich dann ja auch sogar eine 12., 13. Handlungsempfehlung, die aus der Zusammenarbeit folgt. Vielleicht nur ein Hinweis, die ganze Veranstaltung heute wird aufgezeichnet. Das sollten Sie beachten, wenn Sie sich nachher zu Wort melden, dass Sie dann auch Teil der Veranstaltung in dem Moment werden und eben dann auch im Nachgang auch zu sehen sind. Wir werden gleich als allererstes ein Grußwort unserer Fraktionsvorsitzenden Josephine Paul hören, die auch nochmal ein paar Worte sagen wird zum Thema Ernährung und was da aus Ihrer Sicht wichtig ist. Jetzt muss ich noch einmal kurz gucken, ob ich alles gesagt habe, was man mir hier aufgeschrieben hat. Ich denke, das ist so, sodass wir dann jetzt als erstes das Grußwort von Frau Paul hören. Herzlich willkommen auch von mir zu unserer Ernährungstagung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema hier in dieser Form miteinander diskutieren, denn beim Thema Ernährung geht es ja um viel mehr als um die Frage, wie wir satt werden. Es geht um die Frage von Umwelt- und Klimaschutz. Es geht um die Frage von, wie wollen wir unsere Landwirtschaft gestalten. Es geht um die Frage, wie wollen wir regionale Ketten gestalten. Wie wollen wir Wirtschaft auch regional neu denken, Vermarktungsketten gestalten. Und nicht zuletzt geht es auch um die Frage, wie wollen wir eigentlich gesund leben. Wie wollen wir eigentlich auch unseren Kindern ein gutes und gesundes Aufwachsen ermöglichen? Ein gutes und gesundes Aufwachsen mit gutem Essen in jeder Kita und in jeder Schule, aber auch mit der Frage guter Ernährungsbildung. Denn wo kommt denn eigentlich unser Essen her, ist eine Frage, die für viele Kinder vielleicht nicht mehr ganz so leicht zu beantworten ist. Deswegen haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, um die es heute natürlich auch bei dieser Tagung gehen soll, die nochmal zusammengefasst hat, was haben wir eigentlich in Nordrhein-Westfalen und was braucht es, wenn wir über die Frage einer nachhaltigen Ernährungspolitik für Nordrhein-Westfalen sprechen. Und rausgekommen ist bei dieser Studie, dass wir das eine oder andere vielleicht schon haben, aber die Frage von strategischer Planung, einer wirklichen nachhaltigen Ernährungsstrategie und Politik für Nordrhein-Westfalen, dass da noch einiges zu tun ist. Bei der Frage von wirklicher Ernährungsbildung, die nicht dem Zufall, sondern einem Konzept überlassen ist, da haben wir noch Dinge nachzuarbeiten. Aber auch bei der Frage, welche Standards wir eigentlich in Kantinen, in Schulmensen oder bei der Kita-Verpflegung anlegen, auch da wollen wir zu verbindlicheren Standards kommen, damit wir eben gutes und gesundes Essen jeden Tag auf dem Teller haben. Und das im Übrigen darf auch nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Ich wünsche jetzt allen eine gute Tagung, eine interessante Tagung mit spannenden Diskussionen, interessanten Inputs. Und aus diesen Dingen, die wir nun zusammengenommen hier miteinander diskutieren, die aber auch Ergebnis dieser Studie waren, werden wir auch in der Landtagsfraktion nochmal neue Erkenntnisse für eine ganzheitliche und strategisch aufgestellte Ernährungspolitik für Nordrhein-Westfalen ableiten. Einen guten Tag allen und gute Erkenntnisse. Ja, vielen Dank an Josephine Paul für diese kurze und knappe Einführung in das Thema. Ich glaube, sie hat alle Themen angesprochen, die man im Blick auf Ernährung thematisieren kann und hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig Ernährung ist, das im politischen Raum zu thematisieren. Und ich glaube, wenn wir alle mal darüber nachdenken, wie wenige von uns mittlerweile noch mittags zu Hause
ein Mittagessen einnehmen und wie viele mittlerweile in Kantinen, Mensen, in den Kitas, in den Schulen, aber auch in der öffentlichen Verwaltung dort essen, zeigt das, wie wichtig auch das Thema Außerhausverpflegung geworden ist. Und dass es eben nicht mehr reicht, dass man zu Hause kochen kann, sondern es ist wichtig, was passiert im öffentlichen Raum. Dieses Thema hat die Studie thematisiert und ist darauf eingegangen. Und Guido, du wirst uns jetzt darstellen in einer knappen halben Stunde, was die wesentlichen Essentials der Studie sind, wo zu welchen Ergebnissen ihr gekommen seid, wie die Lage überhaupt ist, also wie sieht es aus mit der Ernährung in Nordrhein-Westfalen. Und ich würde dich bitten, die Studie vorzustellen. Ja, vielen Dank, Norbich. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Morgen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon gefrühstückt haben oder zumindest schon mal einen Kaffee getrunken haben, aber Sie haben bestimmt schon eine der ungefähr 200 Entscheidungen getroffen, die Sie tagtäglich treffen, wenn es um das Thema Ernährung geht. 200 Entscheidungen treffen wir im Durchschnitt täglich. Und ob diese Entscheidungen zu einer gesünderen oder auch vielleicht zu einer nachhaltigeren Ernährung führen, ist manchmal gar nicht bewusst entschieden worden. Und es war sehr spannend, interessant, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Jetzt gehen wir mal in die Präsentation rein. Wegweiser zu einer nachhaltigeren Ernährungssystem in NRW. Speziell also der Blick auf Nordrhein-Westfalen, das war der Auftrag gewesen, zu schauen, wo stehen wir denn im Moment in unserer Verpflegung, in unserer Bildung und gibt es da genug Zahlen und was kann man daraus schließen? Wir, das heißt im Auftrag der Fraktion Bündnis Grüne 90 haben wir den Auftrag bekommen, diese Studie durchzuführen. Und wir haben uns ein halbes Jahr jetzt damit beschäftigt. Das kann natürlich einer alleine gar nicht machen. Deshalb hier schon mal ein herzliches Dank an Janina Hilscher und Kirsten Reichert und das ganze Team im Eisern. Weil mit dem Thema beschäftigen wir uns im Institut tatsächlich jetzt schon seit 15 Jahren intensiv. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, es geht auch um Ernährungssysteme. Das heißt, Ernährung hat einen Einfluss darauf und diese 200 Entscheidungen, die wir treffen, hat einen Einfluss darauf, was im Ernährungssystem passiert. Wo, an welcher Stelle ein Bauer eine faire Bezahlung bekommt oder nicht, wo Gerechtigkeit da ist, wie die Umwelt nachher auch aussieht, was wir angeboten bekommen. Und am Ende geht es natürlich auch darum, ist meine Entwicklung durch das, was ich esse, in eine Richtung Gesundheit oder habe ich hier eine Altlast sozusagen, die ich vielleicht über die Zeit weg mit mir schleppe. Ernährung hat sehr viel mit dem Thema Gewohnheit auch zu tun. Und deshalb haben wir uns neben der Verpflegungssituation in NRW auch das Thema Entwicklung in der Ernährung beim Menschen. Das heißt also, inwieweit kann Bildung auch dazu führen, dass Ernährung nachhaltiger wird, beschäftigt. Mein Auftrag ist heute Morgen eine halbe Stunde, Sie in diese Studie nochmal einzuführen. Vielleicht hatten nicht alle die Chance, die Studie bisher sich anzuschauen, zu lesen. Deshalb werde ich ein paar zentrale Punkte zur Methodik, zur Definition, den Ergebnissen, vor allem aber auch dann zu den Handlungsempfehlungen geben. Und damit wir alle wohlgestimmt sozusagen in den weiteren Tag reingehen können, gibt es auch noch ein paar Good Practice-Beispiele. Ernährung spielt auf allen Ebenen der Politik eine zentrale Rolle. Mit dem United Nations Food System Summit, der jetzt im September stattgefunden hat, wurde nochmal deutlich, dass diese zentrale Rolle wirklich in alle Politikfelder und in das ganze gute Leben, das wir gerne auf diesem Planeten haben, hineinspielt. Es hat damit zu tun, dass es nicht nur um die persönliche Gesundheit geht und dass ich satt werde, sondern es hat auch damit zu tun, wie wir unser Leben in Zukunft auf diesem Planeten gestalten werden. Und das bricht sich runter von WHO-Ebene, von der Weltebene auf die europäische Ebene, die sich damit beschäftigt, auf die Bundesebene, wo wir letztes Jahr eine sehr schöne Studie vorgestellt bekommen haben, vom wissenschaftlichen Ausschuss, wissenschaftlichen Beirat für
Agrar und Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, die schon den Blick auch auf die sogenannten integrierten Ernährungssysteme gesetzt haben, auch auf Ernährungsumgebungen ihren Schwerpunkt gelegt haben. Und es zeigt sich, dass also eine ganze Reihe von Dingen jetzt umgesetzt werden müssen. Wir haben in Gesamtdeutschland einen Investitionsstau in unsere Ernährung, in einen Stau an Veränderungen, der jetzt aufgelöst werden muss, weil so wie es im Moment aussieht und wie es im Moment läuft, kann es auf Dauer nicht weitergehen. Der Beitrag, den Ernährung zu dem, dass wir ernährungsbedingte Krankheiten haben, beiträgt, ist enorm. Wir haben aber auch den Bereich Umwelt, den Bereich Soziales, der im Moment sozusagen aus den Fugen gerät. Und dementsprechend ist Ernährung extrem wichtig, sich anzuschauen, weil wir hier sehr viel bündeln können. Dass wir uns das für NRW anschauen durften und konnten, hat uns sehr interessiert. Wir waren also sehr gespannt auch auf diese Studie, haben uns ein halbes Jahr damit beschäftigt, konnten jetzt in dieser Zeit keine eigenen Daten noch zusätzlich erheben, aber auf dem, was an Daten vorhanden ist, an dem, was wir aus vorhandenen Studien herausziehen konnten und mit einigen qualitativen Interviews von Expertinnen und Experten aus der Ernährungskette, aus dem Ernährungssystem, aus der Bildung, konnten wir eine Reihe von Dingen zusammenführen, die wir dann in unsere Handlungsempfehlungen umgemünzt haben. Wir gehen aus von einer gesunden und nachhaltigen Ernährung als das, was wir gerne erreichen wollen. Und es zeigt sich schon, wenn man versucht, Gesundheit zu definieren, wenn man versucht, Nachhaltigkeit zu definieren, dass das ein sehr komplexes System ist. Viele Menschen sind auch mit beiden Themen an den Grenzen der Überforderung, suchen nach Lösungen, wie sie damit besser umgehen können. Und für uns war die Basis eine Definition, wo wir nicht nur auf die Gesundheit für den Menschen selbst geschaut haben, sondern auch auf die Faktoren, die darüber hinaus noch eine große Rolle spielen. Das heißt, ökologisch, soziale und faire Aspekte müssen mittlerweile auch mitgedacht werden und werden auch gefordert, wenn die Entscheidung, was ich esse, bewusst getroffen wird. Und wenn sie unbewusst ist, möchte ich gerne aber als Verbraucher, dass ich auf der sicheren Seite bin und Möglichkeiten auch habe, dass ich mich entsprechend gesund und nachhaltig auch ernähren kann. Wir haben uns verschiedene Ernährungsumgebungen angeschaut. Gestartet sind wir bei Verpflegung und Ernährungsbildung in Kitas und Schulen. Eine Reihe von Ihnen, die heute mit dabei sind, sind gerade auch in diesem Feld aktiv im Moment. Und es ist eine der Bereiche, die besonders wichtig auch immer wieder thematisiert werden, dass dort sozusagen der lange Hebel der Entwicklung in eine bessere Ernährung auch gelegt wird. Weil, wie schon am Anfang gesagt, Ernährung hat viel mit Gewohnheit zu tun. Und wenn die Gewohnheit am Anfang sozusagen schon falsch getriggert wird, dann ist es schwierig, aus diesen Gewohnheiten auch wieder rauszukommen. Oder umgedreht, wenn es also klappt und Kinder schon von Anfang an mit Ernährung direkt zu tun haben, mitkochen können, und sich mit diesem Thema Ernährung beschäftigen, dann besteht die Chance, dass eine ganze Reihe von Kosten, die in den Gesundheitsbereich reingehen, die auch in den Umweltbereich reingehen müssen, um Dinge wieder gerade zu rücken, erst gar nicht entstehen. Wir haben leider für NRW in diesem Bereich keine ganz spezifischen Daten bekommen, konnten aber eine Reihe von Informationen auch runterbrechen. Interessant war, dass also die Frischküche in 30% der Kitas nur eine Rolle spielt, also dass der Anspruch, mehr zu kochen in Kitas, nicht immer erreicht werden kann. 14% der Schulen sind damit ausgestattet. Die biologischen Produkte werden in 30% der Kitas, 44% der Schulen eingesetzt. Was wir gemerkt haben, ist, dass häufig nach Dingen gesucht wird, die aus der Region kommen und saisonal sind. Das umzusetzen ist gar nicht so einfach,
weil die Definition an vielen Stellen auch fehlt. Es ist leider auch zu sehen, dass es zwar diese Deutsche Gesellschaft für Ernährungsqualitätsstandard gibt, die speziell für Schul und Kita auch da sind, aber häufig eine mangelnde Umsetzung zu sehen ist. In der Bildung sehen wir, dass die Fachkräfte und Fachlehrerinnen in der Ernährungsbildung häufig fehlen, dass es eine ganze Reihe von Lebensmittelabfällen gibt und leider auch die Ernährungsbildung häufig nur punktuell eine Rolle spielt. Und dementsprechend haben wir uns das auch nochmal für die Kitas direkt angeschaut. Warmverpflegung ist das Standardmodell, fehlende Definitionen. Und um das umzusetzen in die entsprechenden Empfehlungen, haben wir einen Handlungsbedarf in dem Bereich vor allem Beschaffung und Verpflegungsstrukturen. Wie komme ich denn in einer Kita an eine gesunde und nachhaltige Ernährung? Wie kann ich die Rohstoffe beschaffen? Wie kann ich Lebensmittelabfall reduzieren und die DGE-Standards, DGE-Standards entsprechend einhalten? Wir sahen auch, dass es wesentlich ist, dass eine kostenfreie Verpflegung auch möglich sein muss, um wirklich eine Chancengleichheit auch an der Stelle für alle in Kita und Schule auch zu schaffen. Steigerung des Verantwortungsbewusstseins für diese Rolle, die auch die Lehrkräfte da einnehmen, kann nur funktionieren, wenn die Ausstattung da ist, die Gestaltung der Essräume entsprechend passt, sodass also hier auch das Leben von Ernährung auch möglich ist. Wenn wir uns die Schulen anschauen, ja, wir haben Fremdbewirtschaftung als häufigsten Fall. Also 64% erfolgt über eine Fremdbeschaffung und 23% sind mit einer Warmverpflegung ausgestattet. Hier ist also noch Luft nach oben, auch in Richtung Kochen zu einem zentralen Punkt zu machen. Es fehlen eine Reihe von Leistungsbeschreibungen, in den Möglichkeiten auch diese Beschaffung umzusetzen. Am Ende ist auch hier im Schulbereich Lebensmittelabfälle, spielt da eine besondere Rolle. Was die Ernährungsbildung angeht, sind die entsprechenden Inhalte in den Rahmenlehrplänen nach unseren Erkenntnissen nicht abgedeckt. Es fehlen Fachlehrerinnen, die ihr Wissen und ihre Zeit auch in die Ernährung als Unterrichtsfach auch mit einbinden können. Häufig geht es darum, dass Ernährung in Konkurrenz zu anderen Naturwissenschaften steht. Und die häufig genannte Empfehlung, dass es ein besonderes Unterrichtsfach auch in diese Richtung geben sollte, kommt nicht von ungefähr. Vereinzelte Kooperationen mit außerschulischen Angeboten gibt es. Aber hier kann noch weiteres entwickelt werden. Deshalb sehen wir da einen ganz starken Handlungsbedarf zum Aufbau dieser Verpflegungsstrukturen, zur Verpflichtung von entsprechenden Standards. Auch hier wieder die kostenlose Verpflegung, die eine Investition in die Zukunft darstellt und bestimmt heute auch im Laufe des Tages noch eine Diskussionsrolle spielen wird. Strukturen und Schulen aufzubauen, kommunal zu unterstützen. Transformation und die Umsetzung kann und muss vor Ort ablaufen. Das wird nicht von oben alleine gehen, dass man sagt, ab jetzt wird alles besser, sondern es wird auf der Ebene, ja, dort, wo gekocht und dort, wo gegessen wird, notwendig sein, dass wir zu einer Ausstattung kommen und in den Schulen und Kitas die entsprechende Frisch- und Mischküche auch überhaupt möglich machen. Gesundheitliches Konzept in den Unterricht mit einbringen und das Ganze mit einer Betreuung und Verpflegung kombinieren. In den öffentlichen Kantinen und im Care-Bereich, hier waren die zentralen Ergebnisse, die Studierendenwerke sind da ein Stück Vorreiter, orientieren sich schon in vielen Stellen auch an den DGE-Standards, haben auch schon Einkaufsrichtlinien, die nachhaltige Aspekte entsprechend enthalten. Die öffentlichen Kantinen sind überwiegend auch Frischküche. Es wird aber zu häufig noch
Fleisch- und Wurstwaren in den Ernährungsplan mit eingebracht. Auch ein Thema, das polarisiert, was aber ganz klar in Richtung nachhaltiger Ernährung, in mehr pflanzenbasierte münden wird und auch mittlerweile von den Tischgästen mehr und mehr auch gefordert. Regionale und Bioprodukte werden teilweise verwendet, aber häufig ist das Kantinenpersonal tatsächlich in den Nachhaltigkeitsansprüchen überfordert. Und hier haben wir natürlich eine riesen Menge an Lebensmittelabfällen, die dringend also noch zu reduzieren sind. Was die Hochschulen angeht, die sollten also sozusagen Vorreiter sein und da ein Stück weit Standards vielleicht auch setzen für andere, weil diese Studierendenwerke doch eine Reihe von Initiativen, Möglichkeiten haben, auch über Einkaufskooperationen hier Beispiele sozusagen auch zu bilden. Hat natürlich auch mit der Größe zu tun, die die ganzen Hochschulen dann so abbilden. Bei den öffentlichen Kantinen insgesamt, ja, Ergebnis aus unserer Studie, die Verpachtung und Eigenbetrieb mit Frisch- und Mischküche hält sich da so ungefähr die Waage. Die Regionalität und Bioprodukte werden zum Teil verwendet, aber sind nicht flächendeckend sozusagen vorgeschrieben. Es gibt den Einkauf über die regionalen Fachhandwerke im Bereich Brot und Backwaren. Aber auch hier spielt das Thema Fleisch immer noch eine Rolle, wobei es schon den Switch in Richtung vegetarische Gerichte zur Auswahl gibt. Was häufig unterschätzt wird, ist, dass die Kantinenrichtlinie hier einen Maßstab setzen könnte, der uns helfen würde, tatsächlich eine flächendeckende Umsetzung viel einfacher hinzubekommen. Das ist sehr unkonkret, was da an Vorgaben, was Qualität angeht, steht was von, es soll gut schmecken, es soll gesund sein. Aber das ist natürlich zu unkonkret, wenn wir tatsächlich in eine regionalere, saisonalere und nachhaltigere Ernährung einsteigen wollen. Der Handlungsbedarf sieht dementsprechend auch so aus, dass diese richtigen Kantine nachgeschärft werden muss, dass die Ausstattung der Küchen die Voraussetzung schaffen sollte, dass zumindest eine Frischküche möglich ist, dass es auch gekoppelt ist mit energieeffizienterem Arbeiten. Das Personal, da sehen wir an vielen Stellen, dass das genau der Punkt ist, der den Hebel zu einer nachhaltigeren Welt sozusagen öffnet. Die Menschen machen es aus und auch hier braucht es also mehr Schulung und Möglichkeiten, Kompetenzen auch in diesem Feld zu verbreitern. Das führt dann zu einer Wertschätzung für diese gute Praxis und mit Sicherheit auch zu weniger Lebensmittelabfall, zumindest nach unseren Studien ist das immer Keypunkt, was auch den Bereich Lebensmittelabfall angeht. Für den Care-Bereich gibt es keine spezifischen Daten für NRW. Da müsste nochmal nachgearbeitet werden. Die Verpflegung durch die eigenen Träger vor Ort, die soweit bekannt ist, der DGNI-Standard auch eingesetzt. Ob er umgesetzt oder zumindest orientiert, ob er umgesetzt wird. Fragezeichen, oft mehr als dreimal pro Woche Fleisch, seltener Gemüse. Auch hier sehen wir, dass letztendlich, in was auf den Teller kommt, noch optimiert werden muss. Und es gibt leider keine Daten, die uns etwas sagen zu saisonaler, regionaler oder Bioprodukteneinsatz. Das, was wir aus unseren Studien rausziehen mit den 1600 Tonnen Lebensmittelabfall pro Jahr, zeigt, dass auch das ein wesentlicher Bereich ist, der noch verändert werden muss. Dementsprechend auch unsere Handlungsbedarfe, die wir ableiten, dass hier vor allem das Coaching zu gesunder und nachhaltiger Praxis eine besondere Rolle spielen muss in Zukunft. Die berufliche Bildung. Sie merken, wir haben eine Breite abgebildet mit unserer Studie, die in die verschiedensten Bereiche reingeht. Wer also das als zu kurz jetzt heute empfindet, was ich vortrage, die 120 Seiten Langfassung beinhalten noch eine ganze Reihe mehr Informationen.
Trotzdem will ich nochmal hervorheben, dass es hier eine Modernisierung des Standardberufsbildspositionen gab mit dem Nachhaltigkeitsbezug. Also hier hat sich tatsächlich eines getan, das jetzt in die Praxis umgesetzt werden muss. Die Schaffungsquote für diese bei der Speiseplanung gibt es keine Auseinandersetzung mit dem Fleischanteil oder auch mit der Beschaffungsquote, die regionale, saisonale Lebensmittel angeht. Und die Umsetzung ist häufig in den Schulen betrieben personenabhängig von der eigenen persönlichen Erfahrung, die in der einen oder anderen Richtung besser oder auch noch verbesserungsfähig ist. Dementsprechend ist also eine Stärkung der Kompetenz gerade in der Berufsschule notwendig, um hier auch den Hebel in die Betriebe auch reinzubringen. Förderprogramme für die Auszubildenden, um auch die Berufe wieder attraktiver zu machen. Wo wir merken, dass dort, wo Nachhaltigkeit angesetzt wird, eine ganze Menge umgesetzt wird, was diesen interessanten Beruf im Ernährungsbereich tatsächlich zu etwas macht, was am Ende sexy ist und wo also die Auszubildenden sagen, Mensch, klasse, dass ich also Bäckerin, dass ich Köchin bin. Und das wieder zu erreichen, hat viel damit zu tun, dass die Auszubildenden auch hier ihre Relevanz und Wertschätzung sozusagen auch erfahren. Für diesen Bereich öffentliche Ausschreibung und Beschaffung hatten wir eben schon die Katin-Richtlinie, die sich hier durchzieht, wie ein roter Faden sozusagen, schon festgestellt, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch Nachhaltigkeitsaspekte einzubeziehen. Wir konnten jetzt im Rahmen dieser Studie keinen größeren Vergleich zu anderen Bundesländern oder zu anderen Ländern in Europa machen. Punktuell haben wir aber festgestellt, ja, es gibt die Möglichkeit, dass in Städten, dass in anderen Bundesländern tatsächlich auch diese Richtlinien deutlich schärfer ausformuliert sind, in der Richtung, dass es einfach um mehr Nachhaltigkeitsaspekte geht und dass EU-Recht an der Stelle nicht unbedingt der Hinderungsgrund sein darf. Die Umsetzung von Anforderungen sind herausfordernd. Die Kommunikation mit den Catering-Betrieben, mit den Pächtern ist oft schwierig, weil es ja am Ende häufig um diese Preisfrage auch geht. Deshalb muss auch eine Schulung und eine Entwicklung nochmal mit reingehen. Das sind also auch die entsprechenden Handlungsbedarfe, die wir ableiten. Und wenn wir uns die Wertschöpfungsnetzwerke anschauen, die es ja immer mehr jetzt auch gibt, die Produkte für die Gemeinschaftsverpflegung bereitstellen, haben wir gemerkt, dass ein Hinderungsgrund der Verknüpfung von Wertschöpfungsnetzwerken darin liegt, dass es häufig schwierig ist, dass küchenfertige und garfertige Produkte nicht von den bäuerlichen Betrieben so ohne weiteres angeliefert werden können. Hier ist also eine Hürde, die noch zu nehmen ist. Und aus dem Landesdialog Regionale Strategie NRW konnten wir ableiten, dass es an Unterstützungsangeboten fehlt, um den Aufbau der so notwendigen regionalen Vermarktung auch für die entsprechende Weiterentwicklung der Landwirtschaft noch notwendig ist, dass es hier häufig fehlt, dass die Bürokratie viele dieser kleineren Betriebe belastet und dementsprechend ist also hier eine Zentrierung und Unterstützung dieser Wertschöpfungszentren für die Gemeinschaftsverpflegung, um diese Lücke zu schließen, eine der zentralen Erkenntnisse, die wir hier haben und dementsprechend auch der Handlungsbedarf an der Stelle, diese Zentren sozusagen aufzubauen, weil dort findet sozusagen die Umsetzung von nachhaltiger Ernährung in der Praxis auch statt. Die Bündelung der Vorverarbeitung für die GV, bestehende Regionalvermarktungsansätze auch integrieren. Es geht uns bei unseren
Empfehlungen und dem, was wir hier an Bedarf schon mal abgeleitet haben, nicht darum, an dem, was bisher vorhanden ist, vorbeizuarbeiten, sondern unsere Empfehlung geht ganz klar dann auch in die Richtung, diese unbedingt auch mit einzuschließen. Wir haben eine Reihe guter Ansätze und die sind auch regional oder lokal häufig sehr unterschiedlich. Deshalb das Überstülpen von Dingen, wo jetzt Gutes schon läuft, ist nicht das, was wir hier als Bedarf sehen, sondern eine Unterstützung dessen, indem man erstmal analysiert, was schon vorhanden ist. Weiterentwicklung der Personalien in dem Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft, um diese handwerkliche Verarbeitung auch entsprechend zu ergänzen. Und zum letzten Punkt, den wir uns angeschaut haben, die offene Bildungsangebote für Erwachsene. Hier haben wir also eine Reihe von Dingen, die in Richtung nachhaltigen Konsum gehen, die auch in der Wechselwirkung mit den entsprechenden Ernährungsumgebungen auch stehen. Die Entscheidung, die ich treffe, an die 200, hat sehr viel damit zu tun, wo ich die Möglichkeit des Zugangs habe, wo ich die Möglichkeit habe, auch verfügbare Dinge zu finden. Wenn die nämlich nicht vorhanden sind, dann wird es nur im seltenen Falle so sein, dass ich auch einen weiteren Weg oder mehr Aufwand auch betreibe. Deshalb ist also diese Ernährungsbildung immer auch auf diesen Wechselwirkungen auch zu beziehen. Der Bezug auf Gesundheit ist nicht so ganz einfach. Ernährungsbildung bei Erwachsenen ist so etwas wie einem Ochs ins Horn gepetzt. Also da ist die Reaktion sehr träge. Die Ernährungsgewohnheiten machen es schwierig und das Ganze ist sehr stark emotional natürlich geprägt. Und das wissen wir selbst, dass wir von dem, was wir essen, nur dann abweichen, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt, das da ist. Von mir aus würde ich nur ganz schwierig die Entscheidung neu treffen. Und deshalb ist dieser Bildungsbereich wichtig, aber auch ein sehr schwieriger Bereich. Finanzieller Bildungshintergrund beeinflussen unser Konsumverhalten. Wir brauchen faire Bedingungen für die Ernährung in Richtung Nachhaltigkeit und Gesundheit. Da spielt es tatsächlich eine enorme Rolle, inwieweit ich auch die Möglichkeit habe, mir das auch am Ende vielleicht auch leisten zu können. Weiterbildungsangebote sind oft heterogen und es gibt eine ganze Reihe von Anbietern. Hier könnten neue Weiterbildungsangebote in Richtung Nachhaltigkeit tatsächlich auch noch mal konkret gefördert werden. Ja, diese kommunalen und regionalen Ernährungsnetzwerke, das ist was Neues, was noch dazugekommen ist, weil wir gemerkt haben, in NRW tut sich eine ganze Menge. Gefühlt gibt es an fast jeder Stadt Entwicklungen, die sich auf einem bürgerschaftlichen Engagement in Richtung wie kann Ernährung in Zukunft denn funktionieren, auch abbildet. Wir haben in den Städten die Ernährungsräte in den Regionen, die jetzt im Moment sich bilden, haben sich verdoppelt seit 2019. Diese Initiativen ermöglichen eine aktive Mitgestaltung und machen eine neue Art von Ernährungssystem auch politisch möglich. Das muss aber gefördert werden, damit wir hier in NRW dieses Potenzial, das da ist, auch besser nutzen können. Deshalb gehen unsere Handlungsempfehlungen zum einen mal in den Bereich Ernährungspolitik. Das wird heute Nachmittag bei Norwich Rüsse im Workshop eine besondere Rolle spielen. Wie schaffen wir es, Erstellung einer integrierten sozial-ökologischen Ernährungsstrategie für NRW? Wie kann der Transformationsprozess konkret angegangen werden? Was braucht es, um kommunale, regionale Umsetzungsstrukturen aufzubauen? Da werde ich gleich noch einen Vorschlag machen. Zivilgesellschaftliches Engagement in den Regionen und auch auf lokaler Ebene zu stärken, die öffentliche Beschaffung nachhaltiger aufzustellen. Die Reaktivierung des runden Tisches, neue Wertschätzung für Lebensmittel, wo NRW über Jahre weg auch Vorreiter war,
wieder einzuführen. Das sind Empfehlungen an die Politik, hier aktiv zu werden. Für Ernährung und Bildung in Kitas und Schulen geht es vor allem um ein ganzheitliches Konzept, das Betreuung, Verpflegung und Bildung in den Kitas zusammendenkt. Hier gibt es auch wieder sehr schöne Beispiele, wo dieses Konzept schon versucht wird zu denken, wo es auch schon in der Umsetzung ist. Aber es ist bei Weitem noch nicht flächendeckend in die Umsetzung gekommen. Und Ernährung hat was mit der persönlichen Ebene auch zu tun und kann jeden Tag neu erfahren werden. Und an Ernährung kann man ganz viel ableiten, ganz viele Kompetenzen auch in die Schulen neu mit reinbringen, die dann für das weitere nachhaltige Leben und den nachhaltigen Konsum und die gesunde Lebensgestaltung auch eine besondere Rolle spielen. Und da sind die Kitas und die Schulen eine besondere Schlüsselstelle. Hier haben wir uns erstmal zurückgehalten mit der Empfehlung, jetzt muss es ein Fach Ernährung geben, speziell, oder ein Fach nachhaltiger Konsum geben. Da würde ich mich auch über eine Diskussion noch freuen, wie Ihre Einschätzung auch dazu ist, wie weit wir diese Dinge denn auch tatsächlich am Ende so umsetzen können bei der Gemengelage, die wir in den Schulen auch haben. Für die Kantinen und die berufliche Bildung ist die Stärkung der Studierendenwerke. Die machen schon einen guten Job, brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal eine Unterstützung, um hier sich noch weiterentwickeln zu können. Hier haben wir gemerkt, dass viele Studierendenwerke in den Corona-Zeit auch die Zeit genutzt haben. Dort, wo sie jetzt über ein Jahr mal die Möglichkeit hatten, auf ihre Arbeitsprozesse und Dinge zu schauen, hier Anlauf zu nehmen und diesen Anlauf zu unterstützen, dass er auch wirklich sich in der Realität umsetzt. Das wäre also in dieser Handlungsempfehlung 8 sozusagen versteckt. Öffentliche Kantinen bei der Entwicklung hin zu nachhaltigem Wirtschaften unterstützen. Da ist Dreh- und Angelpunkt die Kantinenrichtlinie. Da ist Dreh- und Angelpunkt die Möglichkeit einer Weiterbildung der Menschen, die dort arbeiten, dass sie bewusst in diesem Bereich nachhaltige Beschaffung und nachhaltige Ernährung auch die Dinge umsetzen können. Nicht jedem ist es die Ausbildung gelegt worden, dass er sich über dieses Thema Nachhaltigkeit intensiv über die letzten 10, 20, 30 Jahre Gedanken machen konnte oder auch musste. Das Coaching für privatrechtlich geführte Küchen halten wir für sinnvoll, um hier auch eine Unterstützung nochmal anzubieten. All das sind Dinge, die aus unserer Sicht ein Land NRW machen kann. Wir sind also bewusst auf Handlungsempfehlungen eingestiegen, die auf Länderebene auch eine Rolle spielen, haben also nicht nach EU oder auf den Bund geschaut, um dort sozusagen den schwarzen Peter hinzuschieben, sondern der Auftrag war gewesen, dass wir bewusst sozusagen den Finger in die Wunde Nordrhein-Westfalens legen und mit einer Nachhaltigkeit in die fachliche, berufliche Bildung auch zu integrieren, gibt es auch Möglichkeiten auf Landesebene, die Ausbildungsbetriebe, die gerade im Bereich nachhaltige Entwicklung für ihre Auszubildende besondere Angebote machen, diese vielleicht auch auszuzeichnen, da auch Maßstäbe nochmal zu setzen. Und gerade Nachhaltigkeit in der Ernährung sollte sich auch für die Betriebe in der Ausbildung, aber auch so am Ende auch lohnen. Und da gehört auch dazu, dass man das in der Kommunikation auch vielleicht über einen Preis, es gibt ja schon die Meisterwerkpreise, dass es also hier eine Verstärkung sozusagen geben kann. Das führt diese Handlungsempfehlungen in den nächsten zwei Folien noch mal ein bisschen zusammen. Wir haben bewusst bei den Empfehlungen von oben nach unten, von unten nach oben gedacht. Zum einen mal diese ganzheitliche Ernährungsstrategie. Das ist im Prinzip das Dach, unter dem alles sich dann sammelt, wo die Dinge möglichst miteinander verknüpft werden. Wir haben schon eine ganze Menge an Strategien
an verschiedenen Stellen. Und diese Strategien jetzt noch durch eine neue zu toppen, hatten wir uns am Anfang etwas schwer getan. Wir sehen aber es unbedingt notwendig, dass diese Dinge zusammengeführt werden, um es dann auch in die Umsetzung reinbringen zu können. Und das Neue ist vielleicht auch der partizipative Ansatz, der hier für Wirtschaft und Zivilgesellschaft mitgedacht werden sollte, um schon vorhandene Lösungen und vorhandene Strukturen hier mit einzubinden. Wir nannten das, was auf regionaler Ebene passieren kann, Food Hubs. Das sind also konkrete Wertschöpfungszentren, wo eine Vorverarbeitung, eine Sammlung der Produkte aus der Region passieren kann, die dann in die Gemeinschaftsverpflegung auch überbracht werden kann, wo Küchen in Schulen und Kitas ihre Ansprechpartner für diese Rohstoffe und für diese Produkte auch finden, damit das auch tatsächlich auf kommunaler Ebene passiert. Braucht es eine Unterstützung, wir nannten es jetzt schon mal kommunale Ernährungscoaches, die den Aufbau dieser Wertschöpfungsnetzwerke, die Verbindungen herstellen, schaffen, die bei den Kitas und der Schule auch Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für diese lokalen Lösungen darstellen, um tatsächlich es zu schaffen, in einer Stadt oder einer kleineren Region auch die Bäuerin, den Bauern mit der Schule auch in Verbindung bringen zu können. Wir merken, dass diese Netzwerke unglaublich wichtig sind, Transformation tatsächlich in die Ebene auch zu schaffen. Die nachhaltige und gesunde Ernährung sollte sich orientieren an den Qualitätsstandards der DGE. Es sollte aber auch die Kantinenrichtlinie nachgebessert werden. Des Weiteren sehen wir, dass diese schon häufig von mir jetzt genannten Coaching-Funktionen, dass es die Möglichkeiten gibt, Weiterbildung auch zu bekommen, Kompetenzen auszubauen, dort, wo sie vielleicht noch nicht vorhanden sind, es dazu führt, dass wir dieses in einigen wenigen Kompetenzzentren bündeln sollten. Das wäre also unser Vorschlag, hier diese Möglichkeiten, wo Ernährungsscouts, aber auch einzelne Initiativen sich hinwenden können, um in einer Ausschreibung auch eine Unterstützung zu bekommen oder entsprechend auch eine Verknüpfung zu Personal zu bekommen, das hier hilfreich zur Seite steht. Die Vernetzungsstellen sind hier aus unserer Sicht einfach auch für diese Art von Aufgabe auch nochmal deutlich überfordert. Und dann haben wir noch den Lebensmittelabfall, den zu bekämpfen, sind wir, glaube ich, als Gesellschaft mittlerweile alle sensibilisiert worden. Hier gibt es eine große Möglichkeit, tatsächlich was zu tun. Um das bildlich nochmal darzustellen, wir haben also auf der oberen Ebene das Land, das also Ausschreibungen und für die Landeskantinen bewerkstelligen kann. Wir haben auf der regionalen Ebene die Landwirtschaft und wir haben da die Versorger. Und eine ganze Menge tummelt sich auf der kommunalen Ebene, wo das Land von oben tatsächlich auch wirken kann. Indem es zum einen mal eine Ernährungsstrategie für diese Ebenen der Region und der Kommune dann entwickelt, wo es auf der einen Seite dann diese Kompetenzzentren gibt, die tatsächlich dieses Bildungsthema sehr stark haben und auf der anderen Seite eine Bündelung der Waren, die in Regionen vor Ort zur Verfügung gestellt werden, über Food Hubs darstellt. Auf kommunaler Ebene sind es die Ernährungsscouts, die dann unterstützen, dass es auf kommunaler Ebene funktioniert. Und hier sehen wir schon, wie komplex dieses Thema Ernährung und Umsetzung einer nachhaltigen, gesunden Ernährung auch sein wird. Es wird Verknüpfungen geben, die es zum Teil auch jetzt schon gibt, die aber einfach durch diese Transformation und auf der Basis einer ganzheitlichen Ernährungsstrategie auch in die Umsetzung kommt. Hier will ich jetzt gar nicht zu tief mit eingehen. Diese Art der Verknüpfung können wir uns vielleicht in den Workshops an der einen oder anderen Stelle nochmal anschauen. Ich möchte nochmal einige
Good-Practice-Beispiele zum Abschluss bringen. Sehr schöne Beispiele, wo auch nochmal deutlich wird, dass es auch im größeren Maßstab möglich ist, wie hier jetzt bei der Schulenkantinenverpflegung der Wackelpeter als Frischküche in Hamburg, der immerhin 3000 Mahlzeiten täglich zubereitet, der das auch schon seit 1996 biozertifiziert anbietet und macht. Und wenn man auf die Kosten schaut, mit dem günstigsten Essen bei 2,60 Euro, ist das auch betriebswirtschaftlich im Moment rechenbar, wobei die 2,60 Euro auch ein Preis ist, der nicht Standard werden kann und sollte. Hier haben wir ein Beispiel mit der Academia, seit 2014 ein Lernort, wo ganz viel passiert, weil hier 100 Mitarbeiterinnen in 5 Regionen in Deutschland diese Entwicklung des Bildungssystems als Lernort Acker und Schulgarten möglich macht. Also ein großes Netzwerk für den Aufbau von Bildung, der möglich ist, auch über eine Vereinsgeschichte. Und hier in Dortmund eine Schule, die es schafft, Ernährungsbildung wirklich durch praktische Erfahrungen auch umzusetzen, wo Schülerinnen und Schüler auch kochen, zubereiten und das Ganze auch noch kultursensibel als Frischküche machen. Also auch da ein sehr schönes Beispiel, wo man merkt, es geht bis zum letzten Beispiel der Esprit-Kantine in Düsseldorf als Betriebsverpflegung seit 2005. Man sieht auch, dass also hier eine Kontinuität da ist, wo die Menschen es häufig dann auch ausmachen, dass diese Dinge leben. Hier Mitglied bei den Bio-Mentoren und mit der Möglichkeit, die Dinge tatsächlich vor Ort auch in der Betriebskantine umzusetzen. Aus unserer Sicht ist es tatsächlich notwendig, eine umfassende Transformation des Ernährungssystems in RW anzugehen. Wir haben einige Jahre wenig in dem Bereich Ernährung, Bildung, Verknüpfung dieser Themen, Verknüpfung der zur Landwirtschaft, Neudenken eines Ernährungssystems, die Nachhaltigkeit mit reinzubringen, gemacht. Das tut Not, dass hier begonnen wird. Es ist aus unserer Sicht noch möglich, was zu tun, wenn umgehend begonnen wird. Zum Schluss möchte ich Ihnen zum einen mal danken, aber auch vor allem meinem Team nochmal, Janina Hilscher, Kirsten Reichardt, und Silke Friedrich waren die, die ganz intensiv im letzten halben Jahr dran gearbeitet haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Guido, für deinen Vortrag. Und was mich wirklich beeindruckt, wir kennen uns ja nun auch schon, weiß nicht, 2 Jahrzehnte. Und ich weiß, als du damals angefangen hast an der FH Münster, dann hast du auch irgendwann erzählt, was du da machst und dieses Institut, das dann gegründet wurde. Und das war für mich als Agrarpolitiker immer ein bisschen weit weg. So, ich dachte, was macht der da eigentlich so? Und es zeigt sich irgendwie jetzt heute so oder seit ein paar Jahren, wie richtig das war und wie wichtig das ist, Ernährung tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, wie beeinflusst Ernährung die vielen Dinge, die uns umgeben, also Natur, Umwelt, die Landwirtschaft, wie sie halt ist. Und deshalb finde ich halt spannend, auch die Studie zu sehen, wie viel Kompetenz da drin steckt. Wir haben dann ja auch zwischendurch mal diskutiert darüber. Und deshalb herzlichen Dank nochmal auch für die Studie. Und ich glaube, dass uns das im politischen Prozess in den nächsten Jahren tatsächlich auch ein Handlungsauftrag sein kann. Und wir gucken können, da steckt so viel drin, da kann man lange, glaube ich, von zehren und arbeiten. Ich begrüße jetzt Patrick Motté. Patrick, du bist Mitarbeiter der Grünen Landtagsfraktion und bist, und das zeigt auch, wie wichtig das Thema Landwirtschaft, Ernährung auch hier im Landtag ist, du bist Mitarbeiter für die Enquete, die sich mit dem Thema Zukunft der Landwirtschaft beschäftigt, gesunde Ernährung, gesunde Betriebe, gesunde Umwelt. Und du hast dir jetzt mal angeguckt im Chat, was für Fragen denn aufgetreten sind und vielleicht kannst du mal ein paar Dinge vortragen und Fragen, die vielleicht Guido dann beantworten kann. Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank auch für die Präsentation, Guido. Bei uns sind relativ viele Fragen aufgelaufen, auch viele Kommentare. Ich versuche das Ganze so ein bisschen zu bündeln, damit wir im besten Fall komplett durchkommen. Ansonsten haben wir ja später in den Foren auch noch genug Zeit, uns darüber auszutauschen.
Ich würde mit einem Punkt starten, der euch beide angeht, aber vielleicht startest du einfach, du kannst dann ja danach ergänzen. Es kam der Punkt an, um in den Kommunen, in öffentlichen Mensen und Kantinen eine gesunde und nachhaltige Ernährung anzubieten. Setzt es Beschlüsse der Stadträte und Kreistage voraus? Oder an welchen anderen Wegen oder welche andere Wege gibt es dafür? Dazu anschließend dann der Kommentar noch, der gekommen ist. Meine Erfahrung in den Kommunen ist, dass Ernährung in der Vergangenheit keine Rolle spielte. Das ändert sich zurzeit sehr vorsichtig. Und da ist so ein bisschen mit verknüpft natürlich der Punkt, was hat sich verändert in letzter Zeit und wie können wir diese Entwicklung stärken und beschleunigen? Also ich fange mal an. Also tatsächlich ist es so, dass wir merken, dass gefühlt NRW zu einem langsam zu einem Reallabor wird. Dort an den Stellen, wo das bürgerliche Engagement tatsächlich sich kundtut, wo es sich mittlerweile ideologiefrei organisiert und es klar wird, dass hat auch die Zeit, die Auszeit, die wir sozusagen im letzten Jahr alle nehmen mussten, ein bisschen dazu beigetragen, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen, dass wir über Jahre weg uns von der Natur abgekoppelt haben, dass wir in künstlichen Räumen sitzen, dass wir Ernährung zu uns nehmen, wo wir nicht mehr nachvollziehen können, wo die überhaupt herkommt. Und diese Sehnsucht nach der Regionalität, die so stark geworden ist, die jetzt leider noch mal so einen kleinen Delle sozusagen bekommen hat, weil jetzt plötzlich alles wieder möglich war und natürlich dann auch wieder auf diese globalisierten Dinge dann auch zurückgegriffen werden. Mir geht es nicht um Romantisierung. Wir sehen tatsächlich, dass es in der Breite mittlerweile die Menschen gibt, die merken, dass wir eine Verknüpfung wieder zur Umwelt kriegen müssen und zu unserer Region. Und wir sind tatsächlich auch nur 9 Mahlzeiten von der Anarchie weg. Das heißt, wenn in die Städte NRWs keine Lebensmittel mehr reinkämen, dann wären die Supermärkte nach 9 Mahlzeiten ausverkauft. Wir sind darauf angewiesen, auch resiliente Ernährungssysteme aufzubauen. Und deshalb, ich sehe auch, dass es, auch wenn es hier mit sehr vorsichtig formuliert ist, dass es diese Entwicklung gibt, dass die Entwicklung aber tatsächlich hin zu, wie können wir Ernährungssysteme in der Region schaffen, wo kommt denn überhaupt das Essen her, warum muss das dann so sein, wie es im Moment in der Verpflegung, in der Schule, in den Mensen und sonst irgendwo ist und kann man da nicht irgendwie was ändern, dass sich da was tut. Und aus meiner Sicht, ja, die Kommunen spielen eine ganz große Rolle, deshalb also auch diese kommunalen Ernährungsscouts, die wir vorschlagen, weil es tatsächlich Umsetzung passiert vor Ort. Umsetzung passiert vor Ort. Die Entscheidungen, diese 200 Entscheidungen, die jeder von uns am Tag trifft, passieren bei uns und nicht irgendwo, aber sie haben Auswirkungen. Und deshalb, man muss, glaube ich, in den Kommunen, in der Region auch anfangen, muss dort die Netzwerke stärken und deshalb genau auch diese Handlungsempfehlung, dass Landespolitik hier sozusagen unterstützen muss. Ich würde es noch kurz ergänzen wollen. Ich glaube, dass Politik manchmal einfach sehr langsam ist. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich habe 2 Töchter, 20 und 25 Jahre alt. Und ich weiß, als die in den Kindergarten gekommen sind, da war die Frage über Mittag, ob die da bleiben können, war schon schwierig im ländlichen Raum. Und die Frage, ob es ein Mittagessen für die Kinder gibt, das war undenkbar zu der Zeit. Ja. Das gab es einfach nicht. Da musste man selbst ein bisschen was mitbringen, vorkochen abends und dann mitbringen. Und dann waren die gnädigerweise bereit, das aufzuwärmen. So, und da sind wir heute komplett weiter. So ist ja auch mittlerweile eben 18, 20 Jahre her. Aber das zeigt auch, was sich getan hat in der Vergangenheit. Also welchen Prozess wir durchlaufen haben. Heute, das gibt die Studie her, 95% der Kitas bieten ein Mittagessen an. 75% der Kinder nehmen teil. Das zeigt, welcher Bedarf da ist. Und viele Kommunen haben in der Vergangenheit, zum einen waren sie auch nicht auf Rosen gebettet finanziell. Das muss man ja ehrlich dazu sagen. Und jede Kita umzubauen in so ein Ganztagsangebot mit eigener Küche, ist ein Kostenfaktor gewesen. Aber da ist viel passiert. Und ich glaube, jetzt kommt es darauf an, weil man war erstmal froh, überhaupt ein Angebot machen zu können und war froh, auch auf bestimmte Anbieter zurückgreifen zu können. Und jetzt, glaube ich, sind wir in der Phase, nochmal nachzudenken, ist das denn alles gut gelaufen? Ist das so, wie wir es wollen? Und ich glaube, wir merken einfach diese Frage von Artensterben.
Insektensterben, das hat uns in den letzten Jahren so beschäftigt und wir verknüpfen das mittlerweile. Wir sagen, es ist ja unsere Art, wie wir leben. Es ist unsere Art, wie wir uns ernähren. Der Klimaschutz kommt dazu. Die Frage, auch das hat die Studie hervorragend dargestellt, dass wir eben sagen, es muss weniger Fleisch werden. Also wir müssen die Ernährung aktiv gestalten und da müssen wir rangehen. Wie kann man das tun? Meiner Meinung nach kann man es vor allem dadurch auch tun, dass wir als Land sagen, wir machen bestimmte Vorgaben, die Kantinenrichtlinie ist erwähnt worden, DGE-Richtlinie, und dann kann man ja sagen, wir geben als Land einen bestimmten Beitrag zum Mittagessen dazu, damit diese etwas höheren Anforderungen erfüllt werden können. Wobei man ja auch sagen muss, auch das ist ja klar herausgekommen, so teuer ist es gar nicht. Also da steht auch ein Elefant im Raum, wenn man sagt, oh, wenn wir jetzt aber Öko-Lebensmittel einsetzen, dann wird es aber unendlich viel teurer. Und von daher, glaube ich, kann man diese Wende gut hinbekommen. Gut. Vielen Dank. Daran anknüpfend passend die Frage, wie kann denn die Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement in der Richtung Ernährungsinitiativen aussehen? Wie kann das gemacht werden? Ja, also Ernährungsinitiativen, zivilrechtliche Bürger, die sich zusammentun aus verschiedenen Motivationen heraus, ist ein hartes Geschäft. Also ich selbst bin auch im Ernährungsrat Münster im Vorstand aktiv und es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig ist, Vereine aufzubauen, was man da kundtun möchte, auch in die richtigen Kanäle zu kommunizieren. Umso wichtiger ist es, dass hier Unterstützung tatsächlich auch gegeben wird, dass diese Art von Initiativen und auch dann der Netzwerke, weil daran knüpfen sich ja dann die Verknüpfungen zu der Landwirtschaft zum Beispiel. Dass also Landwirte, die jetzt im Moment sagen, ja, weiß ich denn, ob der Verbraucher in Zukunft auch meine Produkte abnehmen wird, wenn ich jetzt Hülsenfrüchte anbaue. Ja, dass diese auf lokaler Ebene tatsächlich auch verknüpft werden. Und auch wenn es ein etwas schwerwiegender Prozess ist, hat er am meisten Nachhaltigkeit auch in Form von, dass hier die Dinge sich verändern, die auch auf längere Zeit sich verändern können zum Positiven. Das sehen wir an diesen schönen Beispielen, die als Good Practice über Jahre, Jahrzehnte sich dann auch etabliert haben, wo dann die Strukturen, Vertrauen vor allem auch geschaffen wird. Es kann also nicht nur geregelt werden, sondern es muss auch von der Basis rauf sozusagen dieses Vertrauen in der Region wiederhergestellt werden, was häufig verloren gegangen ist, weil die Menschen, die die Lebensmittel einkaufen, nicht mehr trauen, dem, der es hergestellt oder dem Bauern, hat er da jetzt das so. Also dieses Vertrauen muss wieder kommen. Das geht darum, wenn ich als Kind schon anfange, selbst zu kochen, wenn ich selbst mal auf den Markt gehe, einzukaufen, wenn ich den Bauern kennenlerne. Also all diese ganz einfachen, simplen Sachen. Und das kann über diese Initiativen wunderbar mitgeholfen, mitorganisiert werden. Da kann es ein Sprachrohr in die Politik, in die Kommune hineingeben. Und wenn das unterstützt wird, auch von Landesebene sozusagen strategisch, dann glaube ich, dass dass sich da an vielen Stellen was tut, wo man auch voneinander lernt. Gut, machen wir einmal einen Sprung zum Thema Schulessen. Da ist die Frage eingegangen, mit Blick auf Berlin scheint kostenloses Schulessen die Lebensmittelabfälle deutlich zu erhöhen. Außerdem würde der Bundeszuschuss, in Klammern 1 Euro pro Essen, wegfallen. Wäre dann nicht ein unbürokratischer, kostenloser Zugang zu kostenlosem Schulessen nur für Bedürftige der bessere Weg? Ja, das kann man natürlich, auch diskutieren, ja. Der Fairness halber, ich weiß, mit wie viel Schwierigkeiten auch bei Kindern das Thema nachhaltige, gesunde Ernährung, nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern. Wenn wir schauen, ein prominentes Beispiel, Jamie Oliver, der damals also gesunde Ernährung in die Schulen in England reinbringen wollte, wo dann die Eltern sozusagen den Hamburger an die Schulpforte gebracht haben, weil die Kinder dieses gesunde Essen nicht essen wollten. Auch ein sehr hartes Brett, das wir da bohren müssen, aber es hat Langzeitwirkung. Es wird nicht von heute auf morgen. Es hat viel mit Gewohnheit auch zu tun. Aber das Problem ist, wenn wir die Gewohnheit nicht durchbrechen, schon bei unseren Kindern,
Dann haben wir auf Dauer ein Problem im Gesundheitssystem, das sich verstärkt. Dann haben wir auf Dauer ein Problem, was im Bereich Nachhaltigkeit und auch ja, Lebensmittelabfall wird da und Wertschätzung nicht besser von. Es hat schon mit einer auch erzieherischen Maßnahme sozusagen zu tun und Hut ab vor den Kitas und Lehrerinnen, die an der Stelle sich hier mit unseren Kindern beschäftigen, die dieses transportieren und die an der Stelle da arbeiten. Also das ist kein einfaches Geschäft, ja, muss ich einfach zugeben. Trotzdem ist es aus unserer Sicht wichtig, dass da auch an der Stelle investiert wird und zwar unbürokratisch und für alle, ohne dass da irgendeine Geschichte, dass ich wieder nachweisen muss, dass es in irgendeiner Weise Bedürftigkeit vorhanden ist und so weiter, wo dann wieder eine Ausgrenzung vielleicht auch stattfindet und ähnliches, sondern es muss einfach ein einfacher, guter Zugang und als, wir sind kein Entwicklungsland in der Form, was die wirtschaftliche Seite angeht, wir sind ein Entwicklungsland, was die Ernährungsseite angeht, aber aufgrund dessen, dass wir so viel auch zur Verfügung haben, sollten wir an der Stelle meinetwegen, also aus meiner Sicht auch investieren. Also ich würde es gerne noch ergänzen, weil ich habe bei der Vorstellung der Studie gesagt, das Schulessen muss billiger sein als die Fritten nebenan in der Pommesbude. So, aber das muss nicht nichts kosten. Darauf kann man sich ja vielleicht einigen. Aber es sollte günstig sein. Und ich tue mich unglaublich schwer damit zu sagen, wir begrenzen es auf eine Gruppe von Menschen, die es sonst nicht bezahlen können. Weil da gibt es immer das Problem, dann muss man Nachweise führen. So, das hat auch ein bisschen was mit Stigmatisierung dann wieder zu tun. Und was wir immer vergessen, es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die genauso eben dann über der Grenze sind und die sich dann fragen, ja, wieso muss ich das jetzt bezahlen? Und ich muss dort zahlen und dort zahlen. Und im Endeffekt ist das dann eine Gruppe, die durchgängig stark belastet wird. Und die letzte Frage ist, wenn man so viele Lebensmittelabfälle dann hat und wenn es auch noch etwas mehr wird, muss man sich natürlich fragen, ob man dann auch lecker gekocht hat. Also dann stimmt vielleicht auch mit dem Essen per se irgendwas nicht. So, und das ist ja auch ein Auftrag. So, ich finde halt, Ernährung muss in den Mittelpunkt der Schule auch rücken. Also die Kinder müssen auch sagen, ey super, klasse, gleich gibt's Mittagessen. Und wenn die sich dann beteiligen können, wenn sie Teil werden von allem, wenn sie mitkochen können, das wäre ja der Idealzustand. Wenn sie mit aussuchen können, was abgenommen wird, von welchem Landwirt man es nimmt, wenn man da so eine Gruppe, das ist ja auch Partizipation, dass Jugendliche, nicht wir drei entscheiden, was gegessen wird, sondern die entscheiden selbst ein Stück weit mit. Und dann ist es vielleicht auch eher. Gut, ich denke, das ist ein Teilaspekt, da kann ich direkt anknüpfen. Da gab es einen Kommentar auch zum Thema Lebensmittelverschwendung reduzieren. Es wird geschrieben, beim Thema Lebensmittelverschwendung reduzieren würde ich mich über eine gemeinsame Aktion der Bund, Länder und Kommunen mit allen Akteuren wünschen. Es laufen viel zu viele gleichgelagerte Projekte, die öffentlich gefördert werden. Ein konzentrierter Prozess wäre effizienter. Wie siehst du das? Unbedingt ist es wichtig, dass es diese Verknüpfung an der Stelle auch gibt. Da haben wir auch einen Stau aus meiner Sicht in Richtung, das Heft in die Hand zu nehmen und tatsächlich auch Dinge umzusetzen. Es wird viel über Freiwilligkeit, es wird viel über auf welcher Ebene müssen wir Standards setzen, um diese Berechnungen auch zu machen und so weiter diskutiert. Also das wird es allein nicht sein, wir müssen es umsetzen. Also an der Stelle auch eine klare Vorgabe und das dann nach unten umzusetzen, das würde ich mir auch wünschen. Es gibt niemanden, der gerne Lebensmittel wegwirft. Wir haben bei all unseren Studien durch die Kette durchgesehen, es hängt an allen, die in der Kette sind, dass wir uns da zu wenig drum kümmern. Und es lässt sich wunderbar an diesem Beispiel auch Dinge positiv umsetzen. Die ersten Ansätze waren tatsächlich der Tisch in NRW gewesen, der nicht nur im Lebensmittelabfall, sondern Wertschätzung. Es geht tatsächlich am Ende um Wertschätzung von Lebensmitteln auch. Und da gibt es verschiedene Gründe, weshalb das passiert. Es muss zusammengedacht werden und es muss auch bestimmte Vorgaben geben, um am Ende auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und da ist in Deutschland sind wir da echt zerpflückt sozusagen, ja. Gut, vielen Dank. Ich
muss einmal hier durchscrollen, Moment kurz. Auch nochmal an dich, Guido, zum Thema Ausbildung bzw. auch Fortbildung von Beschafferinnen. Da kam die Frage rein, wie könnte man die Beschafferinnen denn so fortbilden, dass sie mehr auf Nachhaltigkeit und Gesundheit achten können? Auf welcher Kompetenzgrundlage wird man überhaupt Beschaffer oder Beschafferin? Ja, also idealerweise natürlich auch Menschen, die sich mit dem Thema Lebensmittel in ihrer beruflichen Qualifikation an irgendeiner Stelle schon mal mit zu tun hatten und auch da etwas mitbringen sozusagen von der Ausbildung her. Deshalb auch diese Kompetenzzentren auf regionaler Ebene, die dann diese Materialien und diese Weiterbildung auch zur Verfügung stellen. Beschaffung auf nachhaltigere Kriterien zu setzen, ist nicht ganz trivial. Wir haben also gemerkt, dass dieses ein sehr komplexes System ist. Es verschiedene Faktoren gibt, die in den Bereich Soziales reinragen, in den Bereich Umwelt reinragen, Gesundheit. Aber dafür braucht es jetzt keine akademische Ausbildung, um Netzwerkerin zu sein, um hier die Dinge zusammenzubringen. Und wir haben auf kommunaler Ebene eine ganze Menge clevere Menschen, die sozusagen auch drüber nachdenken, wer ist denn Akteur, Akteurin in unserer Stadt, in unserer Region. Und die in den Weg reinbringen, dass sie sozusagen die Möglichkeit haben, das nachhaltig mitzudenken. Das wäre sozusagen der Ansatz, ja. Aber da hat ja die Studie, finde ich, auch mit den Ernährungscouts ja auch eine gute Idee, dass man auch Kompetenzen anbietet, die dann eben unterstützend wirken können. Aber es zeigt an der Stelle auch nochmal, wie viele Aufgaben wir mittlerweile in die Schule verlagern. Also die Auflösung der klassischen Familie, so die das ja alles vorher geregelt hat. Und Schule soll ja unglaublich viel machen, soll unglaublich viel leisten. Und du hast es eben gesagt, ja, wir haben ein bisschen gezögert, ob wir auch ein Fach Ernährung fordern sollen. Mhm. So, das hängt ja damit schon zusammen, weil du auch weißt, wie viel Schule leisten soll. Und ich glaube, dass wir da eben auch als Staat auch gefordert sind, den Schulen Hilfestellung dann zu geben. Und in dem Bereich wären es diese Ernährungscouts. Das finde ich schon, das ist ein guter Ansatz. Genau, jetzt habt ihr relativ viel schon verknüpft. Ein Kommentar dazu, das ist weniger eine Frage, das kann man eher nochmal in die Foren später mitnehmen. Aber es wird geschrieben, regional vermarktet ist ein wichtiger Schritt. Alle Beteiligten an der Lieferkette müssen in die Gespräche eingebunden werden. Hier würde ich mir die Entwicklung eines Good Practice Beispiels als Blaupause für andere Regionen wünschen. Oft wissen die einzelnen Teile der Lieferkette nicht, was wer wann in welcher Menge benötigt, zum Thema Lebensmittelverschwendung auch nochmal, und was Erzeuger und Verarbeiter bzw. Veredler leisten können. Ich weiß nicht, ob du darauf noch mal konkreter eingehen möchtest, auf Thema Blaupausen. Ansonsten nehme das auch noch mal mit in die Foren. Ja. Also absolut notwendig. Genau das ist die Information, die in der Region, weil noch nicht miteinander so intensiv gesprochen wird, was noch fehlt. Und das würde unglaublich einen Impuls geben, unglaublich schnell helfen, weil wir können nicht warten, bis die Landwirte, die ein relativ großes Rad sozusagen drehen müssen und auch wenn sie etwas Neues anbauen, ist das ja nicht morgen schon verfügbar. Wir haben ja die Zyklen, dass also bestimmte Dinge auch dann im Anbau erstmal wieder verfügbar gemacht werden müssen, die wir vielleicht noch nicht haben. Und deshalb muss parallel sozusagen der Bedarf abgefragt, parallel schon geguckt werden, wo kann das denn dann hingehen, wenn es dann verfügbar auch ist in der Region. Und das muss miteinander sehr schnell zusammengebracht werden. Da haben wir vielleicht mit den Biostädten, mit den Bioregionen und so weiter dann erste Hinweise, wo sozusagen schon mal exemplarisch bestimmte Wege auch gegangen werden, wo Dinge verknüpft werden schon und wo Menschen schon miteinander reden, wo man schauen kann, wie kann man das in eine... Aber jede Region wird ihre eigene Eigenversorgungsstruktur auch haben schon. Und deshalb als Blaupause, um davon zu lernen, anbieten, unbedingt. Aber Achtung, dass wir nicht was überstülpen für eine Region, wo es ganz andere Akteure und ganz andere Verknüpfungen schon gibt. Deshalb unbedingt ja auch dieses, was ja gefordert worden ist, die mit einziehen, die jetzt schon auch aktiv sind.
Wunderbar. Ich lese hier gerade die ganze Zeit angeregt den Chat mit. Es kommen sehr, sehr viele Kommentare rein. Ich denke, mit Blick auf die Zeit werden wir nicht mehr schaffen, alles zu beantworten. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie die ganzen Punkte mit in die Foren nehmen und dann da auch gleich angeregt mit uns diskutieren. Ich denke, da sind doch viele spannende und wichtige Hinweise auch, die wir da in die Handlungsempfehlung mit integrieren können. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an dich, Norwich. Relativ simpel kam die Frage, wann beginnt die Neuausrichtung der Politik? Also vielleicht auch die Frage, was macht die Grüne Fraktion mit den Ergebnissen der Studie? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir daraus schon nochmal ein konkretes Maßnahmenbündel entwickeln wollen als Fraktion, wo wir sagen, das sind für uns die Aufgaben, die anstehen. Und das Thema Wertschätzung von Lebensmitteln, das klang eben so ein bisschen an. Es gab da, finde ich, schon eine Unterbrechung so. Und das wieder zu reaktivieren, finde ich, steht nächstes Jahr an. Und dann auch in der Tat aktiv zu werden. Und da ein paar Dinge, die auch in der Studie drinstehen. Ich finde, dass Bärbel-Höhn damals viele Dinge eingeleitet hat, Ende der 90er Jahre. Und dass man da an vielen Dingen auch nochmal wieder anknüpfen kann. Und dazu gehört aber auch die Bereitstellung von Mitteln. Denn Politik umzusetzen und solche Ernährung auch zu verändern, ist ein großes Rad. Und das gibt es nicht umsonst. Das muss, finde ich, allen Beteiligten klar sein. Wer das wirklich will, muss auch klar machen, dass es Geld kostet und dass man dafür Geld in die Hand nehmen muss. Gut. Keine weiteren Fragen mehr. Keine weiteren Fragen? Nein, das war jetzt quasi die Abschlussfrage. Das war die Abschlussfrage, genau. Sehr schön. Du hast das mit der Zeit gut im Blick gehabt. Ich denke, das waren auch schon wirklich eine Menge spannender Fragen, die wir dann gleich, glaube ich, nochmal auch ein Stück weit vertiefen können in den beiden Foren, die wir machen werden. Du, Guido, wirst das Forum 2 machen. Ich werde das Forum 1 machen, wo wir uns ein bisschen anhand der Handlungsempfehlung orientieren wollen und das diskutieren wollen. Und das erste Forum heißt Weichen stellen für eine nachhaltige Ernährungstransformation. Also geht es auch um Politik so im engeren Sinne. Und im zweiten Forum ist das Wort Praxis, steht da zentral. Wie kann man gesunde und nachhaltige Ernährung vor Ort umsetzen? Wie kriegt man das hin? Das wirst du machen, Guido. Und bevor wir das machen, machen wir eine Mittagspause und wir sehen uns dann wieder. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Dann wir um 12.15 Uhr, steht bei mir jetzt hier nicht drauf, aber ich glaube 12.15 Uhr auf meinem Zettel. Um 12.30 Uhr steht jetzt. 12.30 Uhr steht gerade. Ah, okay, gut. Dann sehen wir uns genau um 12.30 Uhr wieder. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, der erste Teil hat schon mal ein bisschen Spaß gemacht und dann sehen wir uns gleich in den Workshops. Und haben ja jetzt in den zwei Workshops diskutiert und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Guido. Wir hatten eine super rege Diskussion. Ich habe das schon gesagt, das macht wirklich Spaß, mit Menschen, die aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, zusammen zu diskutieren. Und weil es so viele verschiedene Positionen und Anregungen gab. Allerdings sage ich auch gleich, das, was wir eigentlich wollten, über die Handlungsempfehlungen detailliert noch zu diskutieren, das haben wir gar nicht so gemacht. Das ging dann auch. Aber an der Stelle will ich mich wirklich zunächst mal nochmal ganz herzlich schon mal jetzt bedanken für die angeregte Diskussion. Wir haben zwei Teilnehmer jeweils aus den beiden Workshops gebeten, dass sie ihre Eindrücke aus dem Workshop jeweils kurz darstellen. Und wir würden dann mit dem Workshop 1 beginnen. Frau Utku, Sie haben die Aufgabe übernommen und ich würde Sie bitten, doch mal kurz zu schildern, was Sie mitgenommen haben. Ja, erstmal herzlichen Dank. Also herzlichen Dank für die Veranstaltung und auch für die Studie. Ich hoffe, das werden wir auch weiter beibehalten. Also es ist auf jeden Fall super wertvoll, dass man sich da nochmal untereinander austauschen kann. Und es war eben auch super, dass es so eine bunte Runde war, ne? Also wirklich aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedliche Institutionen oder eben auch, ich sage jetzt mal Einzelkämpfer, die auf ihrer Seite versuchen, es zu bewegen. Ja, es ist einfach schön, so viele engagierte Menschen auch zu sehen, obwohl mir ist auch noch mal so klar geworden, wir bewegen uns natürlich auch in unserer eigenen Blase. Also das heißt, für uns ist das irgendwie alles relativ klar, aber ich glaube, wenn man dann so ein bisschen in die breite Masse geht, sieht man, es ist noch nicht wirklich bei allen Menschen angekommen. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun.
Was die Studie angeht, begrüße ich natürlich auch sehr, gar keine Frage. Es sind, glaube ich, auch wichtige Punkte definiert worden. Mir fehlt ein bisschen die Verbindung zu der Landwirtschaft. Das hatten wir dann eben auch noch mal in der Diskussion, weil ich finde, das ist eigentlich so der Anfang der ganzen Wertschöpfungskette, ne? Also das ist dann eben auch die Beschaffung, um die Bedarfe dann auch wirklich letztendlich umzusetzen. Und mir ist auch noch mal klar geworden, es wäre gut, all diese Punkte, die auch in der Studie aufgezeigt worden sind, dass sie parallel einfach auch miteinander einhergehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt jetzt nicht eins, womit wir anfangen müssen oder sollten, sondern es wäre gut, alles parallel im Auge zu behalten und versuchen, da auch weiter voranzukommen. Ja, das war mein Anliegen. Ja. Vielen Dank, Frau Utko. Das, finde ich, waren schon gute Eindrücke, die Sie da geschildert haben. Ich würde das gerne so noch 2, 3 Punkte noch ergänzen wollen, weil was mir noch aufgefallen ist, war einerseits, dass doch mehrere gesagt hatten, dass man die bestehenden Strukturen, die noch da sind, dass wir uns darum auch kümmern müssen, dass wir die erhalten und dass wir nicht die auch noch verlieren und uns nur darum kümmern, was können wir Neues schaffen, sondern tatsächlich auf dem, was da ist, auch aufbauen, das nutzen und vorantreiben. Und dann das, was Sie gesagt haben, Landwirtschaft tatsächlich mitzudenken. Und dann fand ich, für mich persönlich war das sehr schön, die Frage einer Ernährungsstrategie, Guido, weil ich selbst wirklich so ein bisschen so gedacht, oh, jetzt noch eine Strategie. Und dann fand ich aber doch ganz schön, das war der allerletzte Beitrag, den wir hatten bei uns im Workshop, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, doch, man braucht eine Strategie, die dann eben vor Ort auch hilft und anleiten kann, wie man es dann umsetzen kann. So, und genauso vielfältig, wie es in den Workshops war, von den Personen, von dem persönlichen Background, ist das bei unseren beiden, die jetzt vortragen, auch. Frau Utko, Sie sind im Ernährungsrat Köln aktiv. Und jetzt kommt Herr Voss. Herr Voss, Sie sind der kaufmännische Direktor der Kliniken, der LWL-Kliniken. Und das ist natürlich nochmal auch eine ganz andere Perspektive, die Sie einbringen. Und vielleicht mögen Sie uns ein bisschen was erzählen aus dem zweiten Workshop. Gerne. Also zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Norwich Husse, und auch an Guido Ritter für die Veranstaltung. Ich finde sie sehr total exzellent und professionell durchgeführt. Bisschen schade finde ich, dass es nicht in Präsenz stattfinden konnte, weil die Pausengespräche natürlich gefehlt haben. Aber trotzdem ganz herzlichen Dank. Ich persönlich würde mir sehr eine Fortsetzung des Ganzen wünschen. Zur Studie selber, ich habe die Kurzversion, die Langversion einmal nur schräg gelesen, ist ja eine Lektüre für lange Herbst- und Winterabende. Die Studie selber, finde ich, gibt eine sehr schöne, breite Übersicht, sehr wertvolle Handlungsempfehlungen. Und was mir nochmal sehr deutlich geworden ist, sowohl bei der Studie, aber auch gerade in der Diskussion im Forum 2, es gibt keinen Königsweg bei der ganzen Entwicklung. Also man muss sehr genau hingucken, um wen kümmere ich mich, welche Einrichtung, welche Institution. Und die Region spielte auch eine sehr wichtige Rolle. Wir hatten im Forum 2, wie Sie auch im Forum 1, eine unheimlich angeregte Diskussion. Das war spannend mitzubekommen. Wir hatten auch überhaupt keine Anlaufsituation. Das ging sozusagen gleich in die Vollen. Wir haben über die Aspekte der Studie selber hinaus auch noch neue Aspekte aufzeigen können, die sehr wichtig sind. Wir haben uns schwerpunktmäßig gekümmert um das Thema Kita und Schulverpflegung, was ein sehr wichtiges ist. Wir haben um das Thema berufliche Bildung gesprochen, aber auch, wie kann man die Berufsfelder Koch, Köchin und die anderen Berufsfelder im Umfeld mit Lebensmitteln attraktiver machen, weil die Ausbildungszahlen ja dramatisch eingebrochen sind. Mir selber ist nochmal sehr deutlich geworden, ganz, ganz wichtig ist das Vernetzen und Miteinanderreden, nicht das Übereinanderreden. Ich glaube, da liegen ganz viele Chancen drin. Und wenn ich so bei den Tag heute nochmal Revue passieren lasse, muss ich sagen, ich habe wieder sehr viele Gleichgesinnte kennengelernt und kennenlernen dürfen. Mit anderen Worten, da geht doch was. Und eine Kollegin von mir, eine Mitarbeiterin von mir ist auch da. Die kennt meinen Spruch, wir kriegen sie alle früher oder später. Und weil Sie das Thema gerade angesprochen haben als kaufmännischer Direktor von zwei Kliniken, das hat ja auch immer was mit Finanzen zu tun. Ich persönlich bin der Auffassung, das klang auch verschiedentlich vorhin in unserem Forum an, man muss es wollen, das Geld spielt nicht den allein entscheidenden Faktor. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Voss. Ich habe
ein anderes Zitat von Ihnen im Hinterkopf. Sie haben mal gesagt, ich glaube, das war bei der Verbraucherzentrale, das hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch schon immer wieder angewendet. Sie haben gesagt, ach, die Kosten für ein Mittagessen, also damit können Sie weder eine Klinik sanieren, noch können Sie damit eine Klinik ruinieren. Und das fand ich sehr gut, weil das einfach nochmal zeigt, bei der Frage um Ernährung, also die Kosten für Ernährung, was wir dafür ausgeben, das ist so gesunken in der Vergangenheit, und dass wir diese Debatte führen, ob es denn ein paar Cent überhaupt mehr sein dürfen, das ist schon, finde ich immer wieder erstaunlich. Vielen Dank auch an Sie beide, dass Sie uns diesen Input gegeben haben. Und jetzt, Guido, dein Eindruck. Fangen wir damit an, weil du warst in einem anderen Workshop. Genau, also es war, wir waren mehr als 40 in diesem Workshop. Es war, wie schon Thomas Voss auch gesagt hat, gleich auch mit sehr viel Input und sehr viel Herzblut auch in der Diskussion mit dabei. Das ist auch das, was mich immer wieder an dem Thema Ernährung, an den Menschen, die mit Ernährung zu tun haben, die produzieren, die Landwirtinnen sind, die Köche sind und so weiter, die leben mit dem, was sie da machen. Und es war sehr schnell auch deutlich geworden, dass es ja auf das Wollen ankommt, die Priorisierung dessen, was Ernährung angeht. Und es wird wohl auch so sein, wenn wir von den Kindern an die Kinder wieder mitkochen lassen oder auch zum Kochen bringen, dann wird es auch wieder Köchinnen geben. Dann wird es auch wieder diesen Berufszweig in der Form geben, dass man von Kind auf sozusagen erlebt, Mensch, das ist, macht Spaß und am Ende kann ich sogar damit noch Geld verdienen. Ja, also wenn das nämlich am Anfang fehlt sozusagen, dann ist es sehr schwer an einer anderen Stelle sozusagen ansetzen. Wir haben hoffentlich nicht eine ganze Generation verloren, aber es ist tatsächlich etwas schwierig. Wir brauchen auch eine gute Konzeption. Also es wird nochmal ganz klar gesagt, Raumkonzeption. Also wenn die Räume da sind, dann kann auch was passieren. Wenn die Räume fehlen, wenn das Konzept dafür fehlt, wenn das nicht mitgeplant, mitgedacht wird, dann passiert da auch nichts, weil da auch nichts passieren kann. Das ist aber auch im Alltag diese die Lautstärke manchmal, ja, wenn also eine Kantine oder eine Mensa zu einer Bahnhofshalle wird, das kann man ganz einfach aufheben. Das sind solche Dinge, die relativ einfach sind. Menschen zu finden, die es können, das wird tatsächlich einer der ganz großen Aufgaben sein. Und hier kam nochmal der Hinweis bei uns, dass ich sehr schön fand, auch auf die Alltagshilfen, die von den Landfrauen ausgebildet werden, die hier im Moment auch noch gefördert werden, wo die Förderung aber wohl im Raum steht, dass sie nicht weitergeführt wird, was aber ein Kernpunkt wäre auch dessen, dass man diese Kompetenz sozusagen erweitert für Menschen, die gerne auch weitergebildet werden möchten und die dann auch beitragen können zu dieser Umsetzung sozusagen. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gerne noch mal hören würde, was vielleicht bei euch da für Möglichkeiten oder wie ihr dazu steht. Und ja, Thema Preis, faire Preise für die Landwirtschaft. Also ohne Fairness schmeckt das Essen auch nicht und auch der Genussfaktor ist gleich null. Ja, also es, Genuss hat immer auch mit Fairness zu tun, mit Verantwortung zu tun. Das ist nicht ein Selbstzweck, Genuss, sondern Genuss hat auch was damit zu tun, dass ich, wenn es mit Kinderarbeit zu tun hat, wenn der andere nichts zu essen hat, dass ich dann auch teile und dann kann ich sozusagen den Genuss auch vermehren. Also von der Seite her hatten wir eine ganze Menge Dinge, die sogar über das hinausgehen, was wir jetzt in den Handlungsempfehlungen drin hatten und viele andere, vor allem viele Beispiele. Das fand ich nochmal sehr schön. Viele schöne Beispiele, wo es auch funktioniert, wo es auch geht. Und deshalb auch der Austausch untereinander war enorm gewesen. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es viele Beispiele gibt. Also das war bei uns auch, das wurde nicht wortwörtlich so gesagt, aber man muss das Rad ja gar nicht neu erfinden, sondern es gibt Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und tatsächlich, was ich eben auch schon mal gesagt habe, passt auf, dass das, was da ist an kleinen Strukturen, dass man das auch mitnimmt und nicht glaubt, jetzt muss man alles von Grund auf neu machen, sondern dass man tatsächlich das, was da ist an zarten ersten Pflänzchen, dass man das auch einbindet und dann gemeinsam durchstartet. Dann auch der Punkt natürlich, das hat Frau Utko ja auch gerade eben noch mal gesagt, die Frage der Landwirtschaft. Also wie bindet man die Landwirtschaft an der Stelle ein? Wo ist genau der Punkt?
es war ein Beitrag, der kam aus der Landwirtschaftskammer, der gesagt hat, ja, wir machen da auch einiges, aber es ist auch klar, wer da rein will, das muss unglaublich professionell gemacht werden, also als landwirtschaftlicher Betrieb, das ist ein richtiger Aufwand und ich glaube, das ist ja auch wichtig. Wie kriegt man das hin? Sind auch so, also müssen das eigentlich einzelne Betriebe sein oder wäre auch denkbar, Genossenschaften zum Beispiel wieder neu zu beleben? Ich sage dann immer, in jedem münsterländischen Dorf kann man, und auch wahrscheinlich in der Eifel und überall, kann man noch meistens die Molkerei daran erkennen, dass da immer noch so eine Laderampe dran ist. Es ist nur schon lange keine Molkerei mehr. Also welche Chancen hätte das aus deiner Sicht, auch über so Genossenschaften, kleine Genossenschaften nochmal wieder da was zu aktivieren? Ja, also es gibt ja moderne Ansätze sozusagen, die Regionalwert AG, ja, wo also eine Genossenschaft anders oder neu gedacht wird, wo auch andere noch mit dazukommen. Genossenschaft ist eigentlich ein, wenn es wirklich als Genossenschaft sozusagen, ja, wenn auch Gleichberechtigte, ist kein einfaches System der gleichen Mitsprache und der Beteiligung. Also das ist ein sehr demokratisches Gebilde, wenn man es ernst nimmt. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass viele von profitieren, dass eine Solidarität gelebt werden kann, dass Demokratie gelebt werden kann, dass es also auch eine Region verknüpft und verbindet. Also von der Seite her ist es für mich eine der Verbindungssysteme, die am meisten sozusagen trägt und viel breiter auch bringt einfach in der Akzeptanz und indem, dass die Menschen dann auch mitmachen. Und da kann ich also nur anregen, vernetzen, zusammenbringen die Menschen und an der Stelle sozusagen auch ja, Genossenschaften. Dann hatten wir einen anderen Punkt, den fand ich auch nochmal interessant, dass gesagt wurde, die kleinen Strukturen scheitern aber ja doch auch daran, dass die Auflagen so sind, wie sie sind. Dass es steuerrechtlich gemacht werden muss, es muss die Buchführung gemacht werden. Kleine lebensmittelverarbeitende Betriebe haben die gleichen hygienischen Auflagen wie die großen. Wie kann man das verändern? Oder kann man das überhaupt verändern, ohne dass man eben auch aus hygienischer Sicht, dass man da verliert? Das darf ja nicht sein. Nee, wir haben tatsächlich für einen sehr hohen Standard für Hygiene erreicht auch, was richtig und gut ist. Es ist auch nicht so, dass wir von heute auf morgen das loslassen und sagen, wenn wir da mit weniger Hygiene rangehen, wird es besser oder es wird einfacher oder es wird sicherer. Nein, aber es ist auch so, dass wir, und da sehe ich auch die Lebensüberwachung immer wieder als Berater und als nicht nur Kontrolleur, sondern wir haben tatsächlich auch Menschen, auch die diese Überwachung machen, die mit Augenmaß drangehen und uns auch sozusagen ein Stück weit helfen. Wir haben bei dem Lebensmittelabfallbereich, haben wir lange drüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass ich auch mein eigenes meine eigene Verpackung mitbringe, meine eigene Dose und dann sagen kann, lieber Bäcker, pack's mir doch da rein, da brauche ich keine Papiertüte. Und es gibt jetzt Lösungen. Es gibt Lösungen, dass ich über die Schleuse nebenan was machen kann und so weiter, wo wir nichts von der Hygiene und von der Sicherheit verlieren, aber auf der anderen Seite die Möglichkeiten schaffen, tatsächlich praktikabel zu sein. Und wir müssen an einigen Stellen, das ist vielleicht jetzt etwas pauschal gesagt, aber Pragmatismus vor Perfektionismus. Wir sind an der Stelle bei manchen Dingen, wo wir auch Dinge einfach machen müssen. Eben wurde schon gesagt, wir müssen manche Dinge auch jetzt parallel angehen. Es war übrigens in dem, dass wir die Handlungsempfehlungen nummeriert haben, kein Ranking zu sehen. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Alle diese Handlungsempfehlungen fanden wir gleich wichtig. Vielleicht hätten wir die Nummerierung einfach weglassen sollen, weil es für uns alles ausschlaggebend ist. Und die Verknüpfung zur Landwirtschaft hätten wir gerne gemacht, wenn wir noch ein Jahr Zeit gehabt hätten, damit wir da sozusagen die integrierte Ansatz nochmal bringen hätten können. Aber uns war wichtig gewesen, der Auftrag war gewesen, mach das in ein paar Monaten fertig, damit wir was haben, worüber anfangen können zu sprechen und damit es ins Laufen kommt. Und wir sind auf dem Weg auch als Hochschulen, dass wir in die Transformation gehen wollen. Und wir müssen bestimmte Dinge jetzt machen. Das heißt aber nicht, dass wir Sicherheit links liegen lassen, um nochmal deine Frage zu beantworten, Norwich, wie kriegen wir es hin? Wir müssen ein paar Dinge, was Bürokratie angeht, einfach ein bisschen zur Seite tun, weil am Ende des Tages müssen ein paar Sachen einfach auch mal passieren jetzt.
Ja, aber das klingt, finde ich, immer leichter, als es dann am Ende ist, weil ich glaube, jeder, der entscheiden muss in seinem Bereich, sagt aber, lieber Guido, nee, das mache ich nicht, weil dann übernehme ich ja die Verantwortung dafür. Ja. Da halte ich mich lieber zurück. Was kann Politik denn konkret machen? Siehst du da irgendwie auch konkrete Ansätze, wo du sagen würdest, also ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung, die ich mal hier gemacht habe. Da ging es um genau die Frage kleine handwerkliche Betriebe, wo gesagt wurde, ja, das Lebensmittelrecht, die Hygienevorschrift der EU ist so ein Packen, weiß nicht, 150 Seiten. Und in Österreich ist das mit einer DIN A4-Seite umgesetzt worden, tritt ab heute in Kraft oder so. Und in Deutschland hat man denselben Umfang nochmal dazugegeben. Und selbst zwischen den Bundesländern ist es nochmal unterschiedlich. Aber wie dreht man es ein Stück weit auch wieder zurück? Das ist natürlich Bürokratie wieder zurückdrehen, die sich schon verselbstständigt hat und die schon festgefahren ist, wo Eigeninteressen derjenigen, die in dem System drin sind, das wieder zurückzufahren hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht finden wir irgendein Beispiel, wo das mal passiert ist. Mir fällt jetzt auch keins ein. Tatsächlich wird das eine besondere Nummer werden. Und deshalb Punkt 1, gucken, wo funktioniert es schon. Davon lernen, auch von anderen Ländern nochmal schauen. Das konnten wir jetzt in der Studie auch nicht, dass wir sozusagen auch mal in andere Städte in Europa, in andere Länder in Europa auch geschaut haben. Das wäre so der nächste Schritt nochmal, Best Practice von da mit rübernehmen. Und dann die Dinge, die da sind, nutzen und wenn man Neues dann dazu bringt, praktikabel halten. Dass es einfach erstmal zum Laufen kommt. Das sind dann Ungenauigkeiten, die dann vielleicht auch drin sind, was das Thema Fairness oder sowas auch angeht, Gerechtigkeit auch angeht, was wir auch als Gesellschaft auch aushalten müssen, damit wir überhaupt sozusagen ins Laufen kommen. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Also du plädierst aber auch dafür, etwas mutiger sein. Etwas mutiger. Wir waren tatsächlich über die letzten 10 Jahre etwas mutlos, was gerade den Bereich Ernährung angeht. So kam es mir jedenfalls vor, dass da zu wenig gemacht worden ist. Wenn wir uns die Anzahl der Regelungen bezüglich Verbraucherschutz, Gesundheit, Ernährung weltweit anschauen, da sind wir absolut am Ende der Fahnenstange. Also wir sind am Ende der Wir sind am Schlusslicht sozusagen dessen, was überhaupt an Regelungen gemacht wird. Ich plädiere jetzt nicht, dass wir alles durchregeln müssen, aber wir brauchen, und da kommt auch die Strategie, wir brauchen bestimmte Rahmenrichtlinien, wo es dann sozusagen in welche Richtung es gehen muss und dann braucht es auch eine Priorisierung. Auch das ist heute in dem Gespräch, glaube ich, rausgekommen, dass es, wenn wir es wollen, können wir es und wir müssen es einfach priorisieren. Und da braucht es Mut. Auch Mut von den Politikerinnen und Politikern, dass sie tatsächlich an der Stelle auch Entscheidungen treffen. Und das ist bestimmt nicht für jede Frau, jeder Mann, wenn es ums Veränderungen geht, gleich gut. Ja, ich denk da gerade an die, das hatten wir eben im Workshop, dann sagte jemand, ja, aber man darf ja nicht mal Regionalität in die Ausschreibung reinnehmen. Und dann hat deine Mitarbeiterin in den Chat geschrieben, stimmt, darf man nicht, aber man kann ja saisonale Frische. Also das ist der. Ja, okay. Aber das fand ich halt schon wieder spannend, dass man dann halt sich wieder überlegt, wie kann ich das jetzt nochmal wieder irgendwie umgehen, um dann doch zum Tatsächlich, Ziel zu kommen. Es gibt Dinge, wo es dann doch geht und wir hören manchmal ein bisschen zu sehr auf die, die sagen, ach nee, stopp. Also da haben wir uns auch so ein bisschen mit reingebracht und deshalb Mut und und es gibt dann doch vielleicht eine Lösung und deshalb, also kein einfacher Weg, weil wirklich dieses komplexe System und wenn wir die Landwirtschaft noch mit dazu denken, der Druck ist da, dass Veränderungen kommen muss. Ja, das ist mit Sicherheit so, weil wir haben über die kleinen Handwerker, lebensmittelhandwerklichen Betriebe gesprochen. Ja. Das gilt ja für die Landwirtschaft genauso. Also in Wirklichkeit ist es ja so, die Betriebe, die uns diese regionalen Produkte liefern können, die haben wir ja in vielen Regionen schon fast nicht mehr. Also und es fehlt auch das Wissen, wie man diese Produkte produziert. Aber das soll ja nicht heißen, dass man es nicht wieder reaktivieren kann, dass man es nicht wieder herausbilden kann. Und ich glaube ja persönlich einfach an den Gewinn, den wir dann haben in dem Raum und auch an den Gewinn für Landwirte und also für Bäuerinnen und Bauern. Es ist doch viel schöner, wenn ich eine Vielfalt
versuche wieder zu produzieren. Ich muss nicht alles machen, wie vielleicht in den 50er Jahren. Aber nur Schweine zu halten, ist vielleicht dann auch ein bisschen wenig. Und das ist, glaube ich, auch kein Modell für die Zukunft. Und deshalb brauchen wir ja auch diese Anreize, dass tatsächlich die Kartoffeln in der Region nachgefragt werden, damit sie da wieder angebaut werden. Sonst macht es ja keiner, sonst sterben die Höfe still hin. Ich würde noch mal gerne, weil das haben wir heute gar nicht besprochen, die Frage der Kosten. Mhm. Also das alles ist ja nicht umsonst zu haben. Mhm. Also so kannst du noch mal ein bisschen dazu was sagen? Ja, also den Anteil im Bio zu erhöhen, ist nicht der ganz große Kostenfaktor. Da haben wir einige Prozent, da reden wir von diesen, sagen wir mal, Centbeträgen. Es wird aber auch bei uns nochmal gesagt, Achtung, es darf nicht alles kostenfrei sein. Das führt dazu, dass vielleicht die Wertschätzung auch wieder nachlässt oder gar nicht wahrgenommen wird als Wert. Also macht es nicht so, dass alles kostenfrei ist, weil das hat auch ein anderer Aspekt, diese Medaille. Wenn etwas nichts kostet, ist es nichts wert. Es wurde auch darüber gesagt, ja, wenn wir in die Breite gehen mit der Bio-Anbau, ein fairer Preis für Bio ist nicht für nichts zu haben. Also das kostet auch. Also faire Preise bedeuten schon, dass auch Kosten entstehen. Das muss man mit bedenken. Es wurde kurz darüber gesprochen, dass das wehtut. Da halte ich aber nochmal dagegen. Nein, es führt dazu, dass wir Lebensqualität einfach gewinnen. Natürlich können sich viele das, weil sie es noch nicht gemacht haben, erlebt haben, noch gar nicht vorstellen, was das sozusagen an Freiheit, an Möglichkeiten, auch an Genuss sozusagen wieder bringt. Und auch da wieder, wenn wir bei den Kindern anfangen, dann wird das ein anderes Wertesystem dann auch geben. Und da deshalb haben wir einen langen Hebel, den wir ansetzen müssen, einen kurzen Hebel. Es wird was kosten. Ganz, ganz großer Brocken ist natürlich, wenn wir sagen, okay, für Kita und Schule wird es komplett kostenfrei. Da sind wir im Bereich, der aus unserer Rechnung heraus so bei 1,5, 1,9 Milliarden liegt. Das ist also richtig Geld, das man dann in die Hand nehmen muss. Da bin ich Gott sei Dank jetzt nicht in der Situation, dass ich gefragt werde, und wo holst du es jetzt her? Ja, wir haben es erstmal nur berechnet. Es ist einfach vielleicht auch nicht nur auf kurzfristig zu denken. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung hat auch etwas mit längerfristigen Perspektiven zu tun, die da drinstecken. Im Moment ist der Druck scheinbar auch da, auch aus dem, dass wir mit dem, was das Klima uns vorgibt, vielleicht die Entscheidungen schneller fallen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir können einen gewissen Standard und Qualität und Investition mit überschaubaren Kosten in das System geben. Wir erreichen dadurch, dass Gesundheitskosten auch sich deutlich verringern werden, dass es auch einen langfristigen Effekt hat. Aber kurzfristig wird es nicht für null sein. Gut, das ist ja auch eine ehrliche und eine wichtige Antwort, die zu geben. Bei uns taucht in dem Zusammenhang eben auch mal der Begriff der externalisierten Kosten, die wir eben haben im Bereich Landwirtschaft, wo wir gegen Stickstoffeinträge wieder dagegen ansubventionieren, dass wir Berater finanzieren und so weiter. So, das kann man ja gegenrechnen oder könnte man gegenrechnen. Was mich nochmal interessieren würde, der Punkt Ernährungsbildung, die Frage, das Wissen um Ernährung, weil das hattet ihr ja auch als Thema bei euch. Wie schätzt du denn eigentlich selbst, habt ihr dazu mal was gemacht, das Wissen bei Kindern und Jugendlichen eigentlich ein? Also ist das so desaströs, wie man das so vermuten würde? Oder ist das gar nicht so schlimm? Also ist das sozusagen auch eine Notwendigkeit, auch aus dem Grund, damit Menschen überhaupt etwas über Ernährung wissen, das nochmal stärker zu thematisieren? Also Ernährung und das Wissen zur Ernährung. Klar, dass Zucker in Anführungsstrichen nicht gesund ist, ja, dass die Softdrinks nicht zu einer gesunden Ernährung beitragen, dass wir es nicht übertreiben sollten, was diese Zucker-Fett-Geschichte und so weiter angeht, das ist überall angekommen.
Die Frage ist es, wie kriegen wir es sozusagen in den Alltag umgesetzt und wie wird aus dieser sehr knappen Botschaft eine, die positiv und die dann auch zu einer Veränderung im Ernährungsverhalten führt. Da spielen dann die Ernährungsumgebungen eine ganz große Rolle, weil von diesen 200, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang sozusagen, die 200 Entscheidungen, die ich da tagtäglich treffe, die wenigsten mache ich bewusst. Da hilft mir bei diesen 200 Entscheidungen, bei 150 nichts, dass ich da Bescheid weiß. Sondern mir geht es ja genauso. Wenn ich meinen Fahrradweg von der Fachhochschule nach Hause mache, dann wird der erste Weg, wo ich einkaufen gehe, wenn ich noch was zu essen brauche, nicht nochmal 3 Kilometer zu einem ganz Spezialladen gehen, wo ich genau das Brot oder das bekomme, sondern das überlege ich mir zweimal. Und es wird auf dem Weg dann der Supermarkt oder der Bioladen oder sonst irgendwas sein, wo ich gerade jetzt dran vorbeikomme. Also Verfügbarkeit ist ein großes Thema, dann, dass ich es überhaupt erreiche, Erreichbarkeit auch. Und deshalb fängt Bildung schon nicht nur mit Wissen an, sondern auch mit Machen. Also dieses, und das ist ja das Tolle, dass wir bei Ernährung auch durch das Mitkochen, gemeinsam essen, auch Kompetenzen erreichen, was sozialer Kit angeht. Ja, also Ernährung ist sozialer Kit, hat viel damit zu tun, dass wir uns austauschen und dass wir Verständnis füreinander auch aufbauen. Ernährung hat was mit Kommunikation zu tun, ganz stark. Dass wir bei der Betriebskantine mittags werden die wichtigsten Gespräche beim Mittagessen geführt. Ja, und nicht im Meeting irgendwie. Thomas Voss sagt, ja, wie schade, dass wir nicht im Präsenz sind, weil mir fehlt das Gespräch beim Kaffee. Ja, das ist nämlich vielleicht nochmal, ich hoffe es nicht, dass das noch wichtiger gewesen wäre als das, was wir hier heute gemacht haben. Aber es ist tatsächlich ein wesentlicher Beitrag von allem, was uns ausmacht. Und deshalb ist Bildung ganz wichtig. Kompetenzen ist aber vielleicht das bessere Wort dafür, was wir brauchen. Gut, okay, ich glaube, das war nochmal wirklich ein gutes Plädoyer auch dafür, dieses Thema Ernährung auch ernst zu nehmen, in Angriff zu nehmen, nochmal zu verstärken, so ein bisschen auch in den Mittelpunkt eigentlich zu stellen, weil es so wichtig für uns alle ist. Und ich will das tun als Politiker, völlig klar, mich interessiert das Thema absolut. Ich finde das super spannend und ich fand es auch heute mit den Menschen, mit unseren Teilnehmern, Teilnehmerinnen, super spannend gemeinsam zu diskutieren. Das zeigt, wie viele auch von uns allen da bewegt sind und da auch was verändern wollen. Das fand ich eigentlich, war in unserem Workshop auch so ein Ergebnis, dass diese große Bereitschaft, ja, wir wollen das ändern. Also was so in den Ernährungsräten, finde ich, nochmal so ein bisschen fast kumuliert. Also dass sich Menschen da zusammentun, auf eigene Initiative ja erstmal so und da versuchen dann eben was zu verändern. Und ich glaube, es lohnt sich, dieses Thema wirklich weiter gemeinsam zu bearbeiten. Es gab bei euch, glaube ich, das ähnlich, doch den Wunsch, dass wir das nochmal weiterführen, nochmal fortführen. Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja jetzt über ein Jahrzehnt hier im Landtag, dass wir hatten mal einen runden Tisch Massentierhaltung auf der Hochphase, haben wir das gegründet, als wirklich ein großer Stall nach dem anderen, insbesondere im Münsterland, gebaut wurde und sich die Menschen gefragt haben, was passiert hier eigentlich mit unserer Landschaft, mit unseren Orten? So. Und den brauchen wir nicht mehr. Das ist tatsächlich so, weil dieser Bauboom ist weg, den gibt es so nicht mehr. Wir fragen uns heute, was machen wir mit den Stellen? So, wie kriegen wir das transformiert, das Ganze? Aber vielleicht könnte man tatsächlich daran anknüpfen und nochmal das Thema Ernährung so ein bisschen kontinuierlicher bearbeiten, weil ich da so viel Interesse auch gespürt habe, das fortzuführen. Und das will ich auch gerne tun und vor allem die Anregung von Herrn Voss aufgreifen, das dann auch hier im Landtag zu tun und auch mit einer vernünftigen Mittagspause zu tun. Das, glaube ich, gehört auch dazu, wenn man über das Thema Ernährung spricht. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Wir sind so ziemlich am Ende, Guido. Magst du vielleicht noch ein kleines Schlusswort halten, bevor ich das endgültige Ende einleite. Nee, gerne auch von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben, weil es ist natürlich eine hohe Befriedigung, wenn man eine Studie macht. Und wie gesagt, unsere Mitarbeiterinnen haben jetzt ein halbes Jahr da
dran gesessen. Die Langfassung hat diese 120 Seiten. Thomas Voss hat sich ja schon nebenhin gelegt, um das in Ruhe dann beim Glas Rotwein nochmal in Ruhe durchzulesen. Also wenn diese Art von Studie natürlich auch diskutiert und auf Feedback stößt und eine Relevanz auch hat. Und das ist das, was mir heute nochmal so deutlich geworden ist. Es hat uns selbst auch, muss ich dazu sagen, als Team enorm viel Spaß und vor allem auch eine Kurve gegeben, wo wir nochmal die prägnant, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man diese Dinge verdichtet und dann am Ende auch zu ja, möglichen Empfehlungen kommt. Da haben wir eine ganze Menge diskutiert und es bringt einen natürlich auch wieder zu diesen Punkten, die so essentiell sind. Ja, und deshalb vielen Dank, dass wir das auch in diesem Rahmen heute mal diskutieren konnten. Das macht man nicht jedes Mal mit Erforschungsergebnissen und diese Art von Aufarbeitung hilft natürlich auch, damit wir dann wieder auch das wieder in die Forschung zurücktragen können. Deshalb auch vielen Dank an all die, heute sich heute Mittag Zeit genommen haben dafür. Ja, da kann ich mich direkt anschließen. Nochmal herzlichen Dank an dich, Guido, dass du für uns diese Studie erstellt hast mit deinem Team, dass du heute hier warst. Ist ja auch an einem Samstag, das muss man ja erstmal machen. Und ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen heute haben, heute an der Veranstaltung. Und ich fand es persönlich wirklich eine tolle runde Sache. Wir haben viel diskutiert. Das hat mich am meisten gefreut. Das finde ich immer wichtig, wenn man merkt, dass die Menschen halt mitmachen. Ich bedanke mich ganz besonders auch bei denen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. So wie Patrick Motte, den haben wir ja eben einmal kurz erlebt. Der war mit dabei. Aber auch Christina Zippel. Christina, ich sehe dich ja jetzt da hinten. Dich will ich mal besonders erwähnen, weil du hast die Studie, ich glaube, Guido, das kannst du auch bestätigen, du hast die auch immer mit begleitet, mit diskutiert. Und ich glaube, der Stein bei Christina ist am größten, der jetzt runterfällt, dass das alles jetzt geschafft ist. Und wir werden, denke ich, tatsächlich jetzt diese Studie nochmal nutzen, werden so ein Maßnahmenpaket daraus bilden, was wir in den nächsten Jahren damit machen wollen, was wir politisch dann auch umsetzen wollen. Und ich habe es am Anfang auch schon mal gesagt, dazu gehört natürlich Geld. Das muss man dann sich erstreiten, erdiskutieren, wie auch immer. Aber wenn wir das Thema Ernährung wirklich für so wichtig halten, dann müssen wir ja auch ein Stück weit bereit sein, das auch zu finanzieren und zu gucken, dass wir es auch wirklich umgesetzt bekommen. Und da steckt auch so viel Mehrwert drin, da ist so viel Gewinn eigentlich, dass es sich am Ende auch lohnen wird. Wir werden jetzt nochmal, der müsste auch schon drin sein im Chat, einen Link nochmal posten, der ist schon drin, wo man sich nochmal zu dieser Veranstaltung äußern kann, eine Rückmeldung geben kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie das alle tun würden, denn das ist ja auch schon mal wichtig, dass man nochmal hier so ein Feedback kriegt, um es dann beim nächsten Mal vielleicht noch einen Ticken besser machen zu können. Und ich glaube, das war alles, was ich zu sagen hatte. Ich gucke noch mal, ich setze noch mal die Brille auf. Aber das war's. Also, ich wünsche allen, die bei uns waren, uns allen ein schönes Restwochenende und würde mich freuen, Sie an der einen oder anderen Stelle wiederzusehen, um dann weiter gemeinsam für eine gute Ernährung in Nordrhein-Westfalen zu kämpfen, zu streiten und sie dann umzusetzen. Vielen Dank.